Einen wunderschönen guten Abend. Ich habe diesmal ganz tief Luft geholt, damit ja nichts passiert und ich die Aufnahme nicht kaputt mache. Ja, ich hab's geschafft. Woo! Hallo. Ich habe meinen ganzen Schreibtisch verstellt, damit mein Tablet hier Platz hat und ich zeichnen kann. Jetzt muss ich alles wieder zurückschieben. Bonjour! So, Hallöchen Sam, hallo Chris, hallo Shiro, hallo Dominik. Schönen guten Abend euch allen. Wie geht's euch denn so? Ich bin wegen meinem Chef sehr spät dran gewesen, deswegen hatte ich keine Zeit, mir noch eine verdammte Wärmflasche zu machen. Deswegen, bear with me, wenn ich ein bisschen wehleidig bin. Ich bin eine dieser Opfer der Männergrippe. Aber nicht nur das, sondern ich bin auch sehr durstig mit meinem Ai Green Tea. Und ja. Ich glaube, wir haben da was falsch eingestellt bei den Tonspuren. Die Musik doppelt nehmen. No! Wieso jetzt schon wieder? Ja, ich mache wieder eine Spur. Ich habe jetzt eine Spur einfach ausgemacht. Warte mal. Ist nur die Frage, ob das die richtige Spur ist. Ich habe jetzt die Game-Spur ausgemacht. Ist das dumm? Das ist jetzt dumm. Ich höre übrigens den Trailer nicht mehr. Hier gibt es kein Valentinsgedöns. Ich bin gegen Valentinstag. Ich wollte eben ein Witzchen machen, tut mir leid. Hier gibt es keinen Valentinstag. Ich feiere den nicht, niemand feiert den. Ich schon, darf nur mal ran. Chris, reparier das. Ich dachte kurz, der riecht wie das Zeug, was ich mir auf die Brust geschmiert habe, als ich krank war. Also gestern. Ich feiere den mit mir selbst. 5 gegen Willi, juhu. Entschuldigung, ich muss aufhören, solche Witze zu machen. Nun schaue ich mal über den OBS, kann ich nicht zugehen hier. Nee, Chris weiß schon, was er macht. Hallo, Sarah. Keine Sorge, das ist Chris, hier sein Gedöns, dieses Konstrukt. Das fasse ich nicht an. Also doch, ich fasse es an, aber halt nur halt bedingt. Dass ich es halt nicht kaputt mache. Dankeschön für den Haus. Entschuldigung. Entschuldigung, Entschuldigung. Be sorry. Oh, Fernwartung ohne was zu sehen ist halt schwer, nicht? Ich hätte Essen. Lass es dir schmecken. Was gibt's denn? Entschuldigung. Es tut mir doch leid. Ich habe eine große Klappe heute. Das ist überhaupt nichts dahinter. Nichts außer Mimimi. Ja. Also wir kümmern uns mal drum, wenn mal wieder Zeit ist. Jetzt am Wochenende bin ich ja eh erstmal nicht da. Wobei Sonntag vielleicht, wenn Dings einfach Discord oder. Ja, stimmt. Wir haben das letzte Mal mit so einem Teamviewer-Gedöns gemacht. Es funktioniert auch ganz gut. Vielleicht wäre eine Wärmflasche doch nicht so gut gewesen. Ich habe leichte Hitzewallung. Ist noch jemandem so warm? Mir ist nie warm. Ich behaupte einfach mal, dass die Musikspur auf Monitor und Ausgabe steht und deshalb irgendwie doppelt, aber keine Ahnung. Dafür war ja anscheinend die Musik, die am Anfang lief, nicht doppelt. Das ist doch schon mal ein Fortschritt, oder? Also ich meine. Jetzt ist die Hintergrundmusik doppelt, aber sonst ist halt nichts doppelt. Ich finde, das ist ein Fortschritt. Ah, oh, meine Brille. Brille! Kollege! Oh, so. Weil ich sehe nichts. Ich bin blind. Und offensichtlich habe ich Flecken auf der Brille. So. Das Blöde ist. Die Kopfhörer drücken ein bisschen auf die Brille. Das ist ziemlich unangenehm. Erster Stream für Leute mit 4 Ohren. Woo! Cool! Wir schließen einfach niemanden aus, so gut sind wir. Intellektuell in 0,5 Sekunden, aber wirklich. Fun Fact, ich habe die Brille auch immer bei Bewerbungsgesprächen an, weil ich wirklich glaube, dass sie mich klüger wirken lässt und dass man mich deswegen eher einstellt. Auch wenn ich mich überall ohne Brille gezeigt habe, auf Illustrationen und so von meinem Portfolio. Oh, Leute, News. It's a News-Time, warte. Habe ich hier unverfängliche Zettel vielleicht?
unverfänglich. Nee, das ist nicht unverfänglich. Das ist auch nicht unverfänglich. Hier steht mein Name drauf. Eilmeldung, meine Damen und Herren. Wir haben die News, dass mein Portfolio höchst exquisit ist, bis auf ein paar kleine Punkte. Aber ich werde mich damit bewerben. Das heißt, es ist bald Zeit für Bewerbungsstress. Woo! Geil. Eilmeldung. Ja, genau. Vielleicht sollte ich mir das auch hinten drauf. Ja, den Stift. Das ist nicht so. Das war nicht die cleverste Worttrennung. Fällt mir gerade auf. Ah, warte, ihr seht das gar nicht. Verdammt. Ja, nicht die cleverste Worttrennung, aber hier sehen Sie eine Eilmeldung. Puh. Hallo Mike. Solange du jetzt keinen Haken in der Matrix rausgemacht hast, brennt nichts. Nö. Mel hat eine Brille, Mel ist ein Nerd. Bin sowas von ein Nerd und ich stehe dazu. Mel und dumm. Ja, ja, ich sag ja, das war nicht die cleverste Worttrennung, aber wir haben eine Eilmeldung. Wenn man wieder dumm braucht, nehmt Eilmeldung. Meine Produktpalette ist riesig, ja? Also, ich verdiene Geld. Ja, habe ich getan. Währenddessen puckelt gerade Dome irgendwie 7 3-Meter-Pakete hoch. Und hat mir das natürlich nicht vorher gesagt, sondern gerade spontan damit angefangen und meint so, ja, kannst du mir helfen? Und ich denke so, ich habe gerade den Stream angemacht. Kannst du mir das vorher sagen? Aber ich bin nicht umsonst nach Hause gesprintet, immerhin. Frisch in Indien produziert, indischer Akzent hier. Ich kann keinen indischen Akzent, also lass es lieber. Ich kann nur den spanischen Akzent, weil das Feuer brennt in meinen Adern. Er hat nichts bestellt, das ist Verkleidung für Fenster, weil wir haben ein neues Dach gekriegt. Deswegen hatten wir eine Weile keine Fenster oben. Und es hat reingeregnet, war toll. Kann ich nur empfehlen, reinregnen, immer super. Ja, jedenfalls ist da jetzt so ein Stück Platz zwischen Fenster und Wand, weil die halt, keine Ahnung, die Fenster so weit nach außen gesetzt haben, weil das Dach jetzt so viel dicker geworden ist. Das sieht so scheiße aus. Und man kann den Scheiß auch nicht richtig irgendwie, also ich behaupte, man kann den Scheiß nicht richtig verkleiden. Ich merke auch nichts von der Wärmedämmung, Kältedämmung, Gedöns. Ich merke einfach nur, es ist genau wie vorher. Und, ja. I don't know. Fand ich nicht worth. Besonders nicht für den Preis. Weil ein Dach ist nicht gerade billig. Ich fand's nicht toll, kein Dach zu haben. Und generell, aber... Who am I to judge? Ich bin ja kein Hausbesitzer. Ich habe ja keine Ahnung. So. Ein bisschen Koffeintee. Kann sein, dass ich zwischenzeitlich mal kurz aufstehe und mir eine Paracetamol hole. Aber das soll uns nicht davon abhalten, zu spielen heute. Ich bin voller Freude, wieder ein bisschen World of Final Fantasy erkunden zu dürfen. Was wollte ich noch sagen? Irgendwas wollte ich noch sagen. Ich hatte irgendwelche News. Noch mehr News. Aber ich weiß nicht mehr. Und by the way, die BGM mega chillig. Erwähnt ich das schon? Echt? Das ist die Musik, wenn du in der Stadt rumläufst. Ich fand die ganz gut. Ich werde nochmal, was ich vergessen habe, ich wollte eigentlich die Schokolade-Musik, also von der Verkäuferin da nehmen, weil ich die auch gut fand. Muss ich mal gucken, vielleicht finde ich die ja noch. Brauch halt so ein bisschen Rainbow, die Musik ist toll. Ach, das ist wahrscheinlich ein Emote-Rainbow. Irgendwann wird sie euch auf den Keks gehen, da bin ich mir sicher. Oder wir singen alle dum dedip, dum dedip, dum dedip, dü-dü-dü-dü-dü. Nein, jetzt alle! Ah, das ist ein springendes Schaf. Jetzt sehe ich das erst. In OBS kann ich das sehen. Im Browser nicht. Schade. So. Nichts bleibt mehr hängen als die Rohone Atelier-Musik. Also spontan wüsste ich nicht, wie die klingt, aber ich würde sie wahrscheinlich erkennen, wenn ich sie höre. Dann wüsste ich denken, ja, Atelier. Irgend so ein Geplüm. Plümplüm halt. Mir ist übrigens mittendrin eben die Spielmusik angegangen auf einmal. Ich weiß nicht wieso. Morgen bin ich, Hallo Mozzi! Mozzi!
Josi, wir sehen uns morgen. Ja. Herr Melle deit uns zugenäht. Hol dir halt Franker Faces. Nein. Nein. Also, ich dachte, ich hätte es, aber wahrscheinlich im anderen Browser. Ich muss es mir nochmal runterladen. Also, ja, ja. Mozzi, ich und ein paar Freunde stoßen morgen an. Habe ich gehört. Sarah ist auch dabei per Live-Zuschaltung. Freue mich sehr drauf. Wir haben morgen ein bisschen Party. Ja, wir sehen uns morgen. Ja! Richtig gut! Dieses rhythmische Klopfen, wir sehen uns morgen, Mozzi, war schon sehr kinky irgendwie. Was? Anschlossen zu Valentinstag? Nee, auf gar keinen Fall. Ich wäre gern selbst dabei gewesen, aber ich freue mich dann noch total. Also irgendwie bist du ja trotzdem dabei. Dankeschön, Dankeschön. Ich hoffe, was heißt, ich hoffe, es wird cool. Ich kenne, sorry, tut mir mega leid. Ich weiß ja, ich kenne unsere Truppe ja. Und ich weiß, dass wir immer sehr viel Spaß haben. Besonders ich und Mozzi, wir haben so eine ganz besondere Verbindung zueinander. Ich sehe ihn an und bin erfüllt von Lachen und Freude. Das ist, es ist was ganz Besonderes zwischen uns. Spaß, 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 Spaß! Wisst ihr, was morgen auch noch kommt? Der neue Harry Potter Podcast. Ich freue mich richtig drauf. Der ist jetzt übrigens auch auf Spotify, habe ich gesehen. Bin sehr glücklich. Bin ein riesiger Fan davon. Macht sehr viel Spaß, das zu hören und zu gucken. Aber ich brauche meine visuelle Seite fordert von mir, dass ich mir das halt auch angucke. Nächstes Mal, wenn es nicht so kurzfristig ist, schaffe ich das. Ja, ja, du musst ja sowieso erstmal umziehen und Kram. Ist ja alles gut. Halb so wild. Ist der nicht schon auf Spotify, die neue Folge? Ja, die neue Folge ist heute schon auf Spotify. Aber ich gucke, also ich gucke mir das gerne nebenbei an, wenn ich... Also ich sehe halt gerne, wenn... Also ich sehe das gerne, wenn ich weiß, worüber sie... Ich sehe gerne, worüber sie redet, so. Weil sie hat ja immer die Screenshots und so. Sätze, Wörter. Heute ist nicht so mein Tag. Aber ich habe heute ganz erfolgreich neue Skills in Illustrator erworben. Bin ganz stolz auf mich. Ich kann jetzt so abstrakte Liniengestaltformen machen, die auch leuchten und so ein Kram. Ja, ich werde noch ein richtiger Crack. Irgendwas muss ich hier noch krass werden. Und meine Kollegen meinten heute noch zu mir, was wäre denn eigentlich, wenn du dein Portfolio mal irgendwie so in Webseitenform machen würdest? Und ich denke mir so, ja geil. Kann ich. Ich bin, ja, Webseitenprofi am Start. Call to Action und so, ja. Irgendwelche digitale Medienvokabeln. Ich muss für heute die Reise vorbereiten. Also Switch aufladen und irgendwas mit Netflix, Spotify runterladen. Ja, da ist der Harry Potter Podcaster perfekt. Erstmal noch mehr Arbeit machen. Ja, an sich ist es ja halt cool. Ich verstehe das Argument. Würde ich halt auch sofort machen. Aber, keine Ahnung, ich habe dafür jetzt echt nicht die Zeit. Ich habe dafür nicht die Zeit. Ich muss 1000 Sachen lernen, habe noch 2,5 Monate bis zur Abschlussprüfung. Wir zählen die Tage, Leute, es ist kritisch. Kurz vor Verzweiflung. Ja, da habe ich jetzt nicht noch Zeit, mich irgendwie mit so einem Kram auseinanderzusetzen. Wenn überhaupt, würde ich halt irgendwie was in WordPress oder Jimdo, wie die ganzen not sponsored und so, wie die ganzen Dienstleister heißen. Aber ich glaube, das ist einfach nur hässlich. Ich will halt schon was Cooles haben, aber das kann ich so nicht. Frag mich nicht, ich lebe noch im Mittelalter scheinbar. Ich noch 176 Buchungen, dann ist Fibo durch. Woo! Geil! Wie lange brauchst du für eine Buchung? Weil, also, wir hatten so ein Programm, da für eine Rechnung, die ich buche, habe ich so circa 30 Sekunden bis eine Minute. Okay, gut. Das geht ja dann zügig. Ja. Es ist ein Träumchen. Naja. Ach ja, da gibt's doch die böse Website mit dem lustigen, sehr lustigen, unguten Namen, wo man sich Webseiten erstellen kann oder so, oder Portfolio, irgendwas. Wir haben einen neuen Gegenstand im Inventar, warum?
War das da? Ich war übrigens so geistesgegenwärtig. Die Steam-Overlay-Benachrichtigung. Oh, ich habe Squall bekommen. Ich war so geistesgegenwärtig, die Steam-Overlay-Benachrichtigung auszumachen. Ja, jetzt sehen wir nicht, wer jetzt noch die ganze Zeit versucht, ohne zu spielen. Einfach alles Copy-Paste von der Excel-Tabelle, nicht? Alles schon in vorkontiert. Ja, dann ist ja kein Problem. Ja, genau, Wix. Du hast eine neue Mail im Inventar. Nee, nee, das ist ein kleiner Squall. Ein kleiner, hübscher Squall. Ein kleiner, hübscher Schmolli-Boy. Aber es ist mein Schmolli-Boy. Muss ich morgen noch an irgendwas denken? Überlege gerade, weil dann schreibe ich es mir auf. Sollte auf jeden Fall duschen gleich noch. Und Stuff einpacken. Aber wenn ich nur bis Samstag bleiben will, ist ja nicht so tragisch. Ist ja auch praktisch um die Ecke. So. Ich habe gesocial mediat, habe mich darum gekümmert. Ich habe Musik, ich habe einen Stream. Aua. Das ist auch eigentlich. Ganz gut. Domo geht jetzt unter die Sänger. Der Leadsänger von der Band Eskimo Callboy, weiß nicht, ob ihr die kennt. Green kennt die auf jeden Fall. Ist aus der Band ausgetreten. Und Domo ergreift jetzt seine Chance und wird Leadsänger von Eskimo Callboy. Und weil schon einer dieser Eskimo Callboy Boys bei Bachelorette mitgemacht hat, wird das garantiert seine neue Hut. Sehr gespannt. What? Ein Joke. Macht er nicht wirklich. Abgesehen mal davon ist Eskimo Callboy sehr cool. Ich habe Musik für später drin. Gut, gut, gut. Ich habe Arbeit gemacht. Ich habe mir noch eine Kleinigkeit zum Schlickern gekauft und ein paar Flaschen Herforder für den Morgenabend. Was für ein Ding? Ich kaufe wahrscheinlich morgen noch O-Saft, weil dann kann ich wirklich die drei Sektflaschen killen. Wenn die Dame und der Herr des Hauses keinen Sekt brauchen, kann ich ja easy going, wenn man die drei Flaschen da killen. Dann haben sie noch eine Flasche, aber die kann man dann für schlechte Zeiten aufbewahren. Bis sie dann wieder vier Flaschen haben, die ich dann wieder drei von denen killen kann. Das ist der Kreislauf des Sektes. Ich schicke euch geistig viel Ruhm. Ich hätte lieber Ruhm als Ruhm. Ach, Bier aus dem Lokalen. Ja, damit kannst du mich jagen. Ich halte mich jetzt schon für brav an Onkel Greens Plan. Ich habe nun Wasser. Ah, hast du dir von Green was zusammenstellen lassen für die Ernährung? Schön, schön. Ich bin schon froh, wenn ich ehrlich gesagt genug trinke am Tag. Das ist nämlich schon meine größte Hürde. Auf der Arbeit kriege ich das meistens hin, weil ich da mein Fläschchen habe und dann die ganze Zeit dran nuckle. Aber ich habe gemerkt, wenn ich ein Glas neben dem PC stehen habe, das ist mir jetzt übrigens schon zum 20. Mal aufgefallen, dass ich dann viel mehr trinke als sonst und ich auch viel mehr das Gefühl habe, durstig zu sein. Jetzt gerade habe ich aber mein iGreen-Tea, apropos Green, der hat deutlich mehr Zucker, aber auch ein bisschen Koffein, weil sonst geht heute bei mir gar nichts. Aber ich hatte heute nur einen Kaffee. Wenn es in einer Sekte ist. Ja, definitiv. Ich bin in sehr vielen Sekten, weil Sekte trinke ich wie Wasser. Ey, wenn ich da bin, ist eine Flasche mehr im Haus. Oh, Mossi. Oh. Noch ist es nicht fertig, aber er meinte, es wäre halt schon mal ein Schritt in die Richtung. Ja. Also, ich habe gemerkt, dass Ernährung so... Also, das hat mehr bei mir mehr bewirkt, also die Ernährungsumstellung, noch eher unfreiwillig, die Ernährungsumstellung hat bei mir viel mehr gebracht als der Sport. Ich habe mich beim Sport nicht gewogen, ich weiß nicht mehr, wie ich aussah, ob das optisch was ausgemacht hat, wahrscheinlich schon. Aber ich hatte das Gefühl, dass ich mit der Ernährungsumstellung, da habe ich ja 10 Kilo verloren, ich habe das Gefühl, das hat irgendwie viel mehr gebracht. Das Lied ist toll. Ja.
Das ist, das nennt sich Ninewood Hills Theme und ist Hintergrundmusik von World of. Kann ich empfehlen. So, bin erstmal LOL zocken und bin später wieder hier. Alles klar, viel Spaß. Versuche nicht zu viel Leute in den Abgrund zu ziehen und so. Gladius Moon, herzlich willkommen bei der Bugger Crew. Ich bin die Mel, danke für dein Follow. Wir spielen heute World of Final Fantasy. Ich hoffe, dir gefällt das Spiel. Es ist nämlich sehr, sehr toll. Ich versuche euch das allen ein bisschen näher zu bringen, weil es ist, ja, ein Final Fantasy, aber absolut halt auch nicht Final Fantasy. Das ist das Tolle daran. Es ist so, so unglaublich anders und so süß und es ist so, also, was mir am besten an diesem Spiel gefällt, es ist unglaublich rund. Es ist das, was mir an vielen Spielen heutzutage fehlt. Dieses Gefühl von, ich habe es abgeschlossen, ich bin glücklich und vor allem dieses, ich muss mir nichts dazu dichten oder ich muss nicht dazu noch ein Buch lesen, wenn ich die Story irgendwie habe. Oder so, ich muss nachts im Bett liegen und denken, ach ja, ja, also wenn das so und so gewesen wäre, ach, dann ist das so und so und dann macht dieser Storyplot Sinn. Und das hasse ich. Hasse ich so sehr. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich das hasse. Das ist Final Fantasy 15 für mich. Feststellung des Tages, by the way. Mit den Nagelfeilen ist meine Make-up-Tasche noch voller. Aber die Nägel werden hübscher. Oh ja, kann ich dir empfehlen. Was ich persönlich mache, weil du weißt ja, ich trage die Nägel ja lang. Ich feile die. Ich habe außerdem noch so ein... Wieso ist alles weg, wenn ich suche? Da. Das ist so ein Nagelfellblock. Der hat 4 Seiten. Die eine ist zum Feilen. Mehr schlechter als recht, weil es ein sehr billiger Block ist. Dann hat er halt so eine Seite zum Polischen und eine Seite zum Dingsen. Und damit mache ich halt meine Nägel relativ oft schön. Und dann wende ich zum Schluss noch Nagelöl an. Das mache ich dann einfach so drüber. Das hilft mir, damit die Seiten... Also ich habe immer das Problem, dass ich so trockene Seiten habe und dann bröselt das so ab und dann habe ich diese Hautfetzen da. Das kennt ihr bestimmt. Und das wird davon weniger. Und meine Nägel sind unglaublich fest geworden. Also wir reißen die kaum noch ein. Abgesehen mal davon, dass ich sowieso schon stabile Nägel habe, sind die so noch sehr viel stabiler geworden. Spielst du auf einem gewissen Spiel mit Schlüsselschwert an? Nein, ich Final Fantasy 15. Ich finde, was World of Final Fantasy besonders richtig macht, ist die viele Liebe, die in allen Ecken zu finden ist. Ja, auf jeden Fall. Also, die Charaktere sind unglaublich lebendig und die Interaktion ist so schön und es ist so rund, finde ich. Es ist einfach toll. Nichts Schlimmes. Mein Vater, ich bin ja generell eine ziemlich unordentliche Natur, mein Vater ist mal zu mir ins Zimmer gekommen, hat sich einfach umgeguckt, guckt mich dabei ernst an und nennt mich schlimm. Ich habe das Wort mal zensiert, weil es ist nach vor 22 Uhr. Aber ihr glaubt gar nicht, was für ein dummes Gesicht ich gemacht habe, als er mich so genannt hat. Wow, ich war richtig okay. Ich dachte erst mal kurz, er meint das andere, aber er meinte, ich bin unordentlich, ne? Erst nachvollziehbar. Mein Schreibtisch ist schon relativ aufgeräumt, also zumindest kann ich wieder zeichnen. Ich habe sie jetzt auch etwas länger neuerdings. Stabil, Bruder. Richtig stabil. Damit kann ich Leuten die Augen auskratzen. Guten Abend, Hide. Erst nach 22 Uhr darf man solche Wörter sagen, glaube ich. Weiß nicht, also... Ich halte mich jetzt erstmal in irgendwelche Konventionen und versuchen mal nicht so viel zu fluchen. Ganz einfach. Und Tamara hatte mir auch so Pseudo-Klarak drauf gemacht, dass die Nägel stärkt oder so. Ah ja, das gibt's auch. Das hat die Vika, meine Azubi-Kollegin, getestet. Sie meint, das hilft super. Aber ehrlich gesagt, ich mag nicht so gern Nagellack. Das Problem ist, dass es halt immer splittert und dann habe ich das Bedürfnis, dann rumzupiddeln und das ist ganz fürchterlich. Ich will nicht daneben sitzen, wenn ich die ganze Zeit dieses Pts, Pts, Pts abpiddle von diesem Nagellack hat. Ich glaube, da würde sich niemand drüber freuen. Das versuche ich beim nächsten Date auch, wenn du was Nettes über sie sagen willst. Du bist so rund.
Du bist so rund wie World of Final Fantasy, Babe. Mein Deutschlehrer hat das auch immer zu uns gesagt. Oh. Also mein Zimmer ist zurzeit etwas durcheinander, wegen dem ganzen Kram, den ich jetzt angeschleppt habe. Mein Ziel für die, für die nächste Zeit ist, dass ich mal meinen Scheiß zusammenpacke, den ich brauche. Und das, was ich definitiv nicht brauche, wegschmeiße. Das ist, es wird hart, ja. Weil ich habe wirklich viel Kram. Aber ich muss mal irgendwie ein bisschen klarkommen und ich muss Ordnung lernen. Das ist, es klingt blöd, aber ich kann nicht ordentlich sein. Ich habe kein System und ich habe überhaupt nichts. Das ist schon, das fällt halt auf und das ist blöd. Ich muss mir da irgendwie mal Mühe machen. Die funkeln jetzt so hübsch. Oh. Ich habe ultra viel Nagellack. Nutze ihn aber nie. Also eine Zeit lang habe ich gern so Sachen gemacht wie Farbverläufe im Nagellack und dann so Glitzer drauf und so Gedöns. Mag ich immer noch. Aber so aufwendig. Bis das getrocknet ist, kannst du nichts mit deinen Händen machen. Und wie gesagt, es splittert irgendwann ab. Das ist blöd. Du musst lernen, Sachen loszulassen. Ja, das muss ich wirklich. Ich bin ein kleiner Messi. Muss ich halt leider zugeben. Ich schmeiße echt ungern Sachen weg. Ich habe auch auf der Arbeit so eine Tasche, so einen Jutebeutel mit Papier, was auf der Rückseite noch beschreibbar ist, aber auf der Vorderseite halt nicht mehr gebraucht wurde. Und ich hasse das, wie viel in unserem Unternehmen weggeschmissen wird an Papier, ne? Aber ich trage diese Tasche schon ewig lang mit mir rum, weil ich immer wieder neue Blöcke bekomme, auf die ich schreiben darf. Und dann ist das Papier blöd, aber ich will es halt auch nicht wegschmeißen. Schlimm. Da muss ich jetzt wohl lernen. Sonst bin ich irgendwann unzufrieden. Überzeugter Datenmessi. Meine Daten versuche ich weitestgehend zu ordnen. Das fällt dann aber halt nicht mehr so auf, wenn man dann so Sachen sieht wie hier mein OneDrive, wo ich dann bis gestern noch auf Artwork 2019 gespeichert habe. Bis mir dann mal aufgefallen ist, verdammt, das ist schon Februar 2020, und zwar Mitte Februar 2020. Dann habe ich mir erstmal einen neuen Ordner gemacht und dann erstmal alles, was Illustration 1 bis 30 hieß, irgendeinen Namen gegeben, damit ich es mit irgendwas assoziieren kann. Das ist schrecklich. Und noch viel schlimmer ist dann mein Creative Cloud mit Portfolio-Idee-Ordner. Da gibt es dann 30 Portfolio-Idee-Versionen mit CV 1, 2, 3, 4. Das ist ein heißer Dude-Ordner, ja. Komm. Ich will sowas können wie die Fake-Nägel, die ich mal als Team-Team hatte. Sabishi! Hallo, Sabi! Na du, wie geht's dir? Oh, da ist meine Stimme vielleicht ein paar Oktaven zu hoch. Entschuldigung. Ich versuche nicht mehr so hoch zu gehen. Na? Wer hat sich denn da in letzter Sekunde in den Streamplan eingetragen? Wer hat sich denn eingetragen? Ich hab da jetzt nicht mehr reingeguckt. Wenn du mich meinst, ich bin's nicht. Die Tamara, ah. Ja, gut. Der stand vorhin für Freitag noch nichts. Ah, ja, das stand noch nicht ganz fest. Aber Final Fantasy 14 ist es wohl. Entchen! Hallo! Na du! Hallo Entchen, na du! Ich wiederhole mich. Wie gesagt, ich bin heute ein bisschen noch, ich habe noch Schonungsfrist, ich darf doof sein, ich bin immer noch ein bisschen krank. Die Tasche ist das toter Baumarsenal. Ja, halt wirklich. Dann musste mal sagen, nein, ich brauche momentan keine Blöcke mehr. Ich habe genug leere Rucksäcke, bestimmte bedruckte Blätter, die ich benutzen kann. Schwierig. Ich kriege das Papier ja nicht mal mehr zugesteckt. Ich muss es halt nur selber entfernen. Also mal entfernen einfach. Hallo Ente. Moment, Momo spielt ReZero? Achso, Resident Evil, wollte schon sagen. ReZero? Da gibt's ein Spiel? Da würde ich aber ausflippen. Oh, Priscilla in einem Spiel. Oh. My girl. Der Momo spielt da weiter, wo sie Halloween aufgehört hat. Ah, also so wie ich mit Tokyo Dark. Fair enough. Bin ich gut. Indeed, yes. Guck
Guck mal, wir tun Dinge auf diesem Kanal. Ist das nicht verrückt? Kümmern uns gut um unsere Spiele. Ich habe übrigens nicht geschafft, irgendwas zu essen. Deswegen verzeiht mir, wenn mein Magen zwischenzeitlich mal knurrt. Ich werde mich später drum kümmern. Mega blöd, ne? Ich war der Überzeugung, ich habe auf der Arbeit noch so Buttercroissants. Komm dann zur Arbeit, setz mich dahin. Hab original nur zwei Bananen dabei. Sitz dann. Das ist jetzt blöd. Wir haben zum Glück jetzt auf der Arbeit so einen Automaten mit frischen Brötchen und sowas drin. Das ist voll cool. Ist ein bisschen teuer, aber auch sehr praktisch, wenn du mal halt irgendwie nichts dabei hast oder so. Ich habe dann mein letztes Restgeld inklusive 5 Cent Stücken zusammengeklaubt, um mir dann dieses Fladenbrot zu kaufen. Aha, zwei Bananen. Yes. Ich habe Probleme mit Magnesium. Ich habe keinen Bock, immer die Tabletten zu nehmen, weil ich halt schon Eisentabletten nehme, um irgendwie mein Problem auszugleichen aktuell. Und deswegen ja. Deswegen esse ich lieber eine richtige Banane. Komm mit zu mir, ich zeig dir eine richtige Banane. Hier, bitteschön, das ist mein Geschenk für Valentinstag an euch. Oh. Wieso bin ich so? Never mind, wir tun einfach so, als hätte ich das nie gesagt. Sabi kennt einfach keine langsam scrollenden Chats mehr. So ist das halt. Mit dem Fame kommt die Verantwortung, der schnell scrollende Chat. So. So ist das halt. Bitte, aber das gibt's noch. Jetzt habe ich irgendwas anderes geklickt. Ja, wollen wir mal anfangen zu spielen? Ich hab Lust. Sabi liest schon Nachrichten, die noch nicht mal geschrieben wurden. Sabi ist richtig krass. Sie ist einfach der Prototyp des Streamers. Sie weiß schon, was die Zuschauer denken und ist bereit, darauf zu reagieren, bevor es überhaupt geschrieben wurde. Das würde ich auch gern können. So, hoppen. Hüpfen wir mal rüber ins Game. Ich muss es nur mal kurz einstellen. Wie ich immer davon ausgehe, dass Twitch genau weiß, welches Spiel ich spiele. Und bei World of kann es natürlich nur Final Fantasy sein. Nicht Warcraft oder sowas. Nein, es kann nur World of Final Fantasy sein. Ist das ein Esper? Ja, könnte sein. So. Jetzt muss ich nur den Ton wieder machen. So. Wessen tolle Stimme dürfen wir denn jetzt mal vernehmen, wenn ich den Button drücke? Ich hoffe, wir hören eine wunderschöne Stimme. World of Final Fantasy. Ja, das war nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. So. Frage ich mich gerade, ob es eigentlich bei euch auch lauter wird. Wenn ich meine Dinger lauter mache. Sabi kann Dinge, zu denen wir Nicht-Hamster-Menschen nicht fähig sind. Hamster-Senses. Ich habe jetzt irgendeine Quietschestimme erwartet. Ja, es gibt sowohl Quietschestimmen als auch sehr schöne, tiefe, basslastige Stimmen. Das ist toll an diesem Spiel. Auch die kleinen Chibis haben manchmal so eine richtig tiefe Stimme. Und das ist witzig. Ich finde das sehr witzig. Ja, stimmt. Heute geht es darum, dass wir einen Fürsten kaputt hauen. Ich habe es den Fürsten Bürsten genannt, weil das viel witziger klang. Quatschucho! Ich glaube, ich gehe noch mal kurz. Ah nee, ich konnte Yuna nicht holen, ne? Ist zu früh. Ich dachte, ich hätte Yuna mit den Medaillen schon kaufen können. Ja, was? Also hier in dem Spiel geht's halt. Man hat hier Final Fantasy Charaktere, man hat hier unsere zwei Hauptcharaktere, die können sowohl kleine Chibis und Murkel heißt es hier sein, als auch Hühn. Und wir können zwischen den Kampfmodi wechseln, also als ob wir als klein oder groß spielen wollen. Und das beeinflusst uns in dem Fall so, dass wir entweder so kämpfen können, eben so als kleines Ding auf einem großen Ding, oder wir sind das Große und dann stapelt sich auf unserem Kopf alles. Und
Der Trick ist halt, dass wir die Stats addieren und die Fähigkeiten, die unsere Miragen haben. Und ja. Deswegen, wir generieren so die Kraft aus den Viechern und ja. Bist du noch nicht zu hart, sonst mag er es. Wir stapeln die auf unserem Kopf. Okay. Ja, das tun wir, in der Tat. Und ich finde das toll. Ich mag das. Es ist mega süß. Muss ich mal kurz gucken. Hat schon. Können wir... Nö, der Lan kriegt einfach nichts. Der muss jetzt warten. So, allerlei Wissenswertes. Was haben wir denn da Neues? Das ist bestimmt irgendwie... eine ganz tolle Info. Eskorte... Taufkristalle... Jo. Gut, ich glaube... die Mirage-Borde habe ich... erst nachgeguckt. Ja, sieht doch nicht danach aus, als ob wir das machen könnten. Da muss ich mal kurz gucken, wie die Kampfstapel jetzt sind. 1900, 94, 95, 35, 96, 90, 30. Also unsere Chibi-Kampfstapel sind deutlich besser gerade. Deswegen werde ich jetzt gleich mal versuchen, hier so zu kämpfen. Das kann uns zum Vorteil sein, kann es vielleicht auch nicht sein. Kann ich da hoch? Kann ich die Zeitschrift mitnehmen? Ja, oh! Das habe ich jetzt nicht erwartet. Es geht doch bestimmt auch groß auf klein zu stapeln. 20 Tonnen Mirage auf einem kleinen Mädchen. Entdecke den Schöpfer in dir. Schon seit 15 Jahren ist Schöpfer der Berufswunsch Nummer 1 weit und breit. In diesem Buch finden Sie alles, was Sie wissen müssen, damit auch Sie ein Schöpfer werden. Die Pflichtlektüre für alle angehenden Weltverbesserer. Aller Anfang ist der Bürgerrang. Um ein Schöpfer werden zu können, muss ein Bürger ein einer Föderationsstadt zunächst einmal seinen Rang erhöhen. Das geht auf verschiedene Arten. Durchleitung einer Institution, Instandhaltung städtischer Einrichtungen, Anwerbung neuer Föderationsmitglieder. Mit anderen Worten, gemeinnützige Arbeit für die Föderation wird belohnt. Und je höher der Bürgerrang, desto mehr Vorteile hat man. Also ran an den Rang. Hey Tim, hallo, wie geht's? Meine Güte, das sind fast keine Chibis mehr, das sind nur noch rumhoppelnde Köpfe. Ja, aber das ist doch witzig, ich mag das. Wir haben auch Fische auf dem Kopf, die Dorfbewohner, oder ein Fass. Hey, Äußerlichkeiten können täuschen, vielleicht ist kleines Mädchen ja ein Stärkeprotz. Du bist ziemlich pünktlich, ja, ich habe noch nicht wirklich angefangen. Ich lese gerade nur vor. Kommt in die Kathedrale und werdet zu Schöpfern. Alle Bürger, die den nötigen Rang erreicht haben, werden in die nächste Kathedrale eingeladen, wo sie als Schöpfer offiziell in die Bahamut-Armee aufgenommen werden und fortan die Erlaubnis erhalten, im Palast zu leben. Wer seinen Dienst für die Föderation leistet, der bringt sein ganzes Leben in Frieden. Er verbringt sein ganzes Leben in Frieden. Schöpfern wird es an nichts fehlen. Worauf warten Sie noch? Wer noch höher hinaus will, aufgepasst! Sind Sie auch der Meinung, dass das sorgenfreie Dasein des Schöpfers noch nicht alles im Leben gewesen sein kann? Wer sich in der Bahamut-Armee ganz besonders verdient macht, den erwartet ein sogar noch höherer Rang. Er träumt nicht davon, auf einer Stufe mit den Boten zu stehen. Seien Sie zur Stelle und sichern Sie sich das wahre Glück in der Föderation. Ja, das klingt nur ein klein bisschen nach Propaganda. Gar nicht mal so viel, aber ein klein wenig. Oh, Wuff, geil. Silvia, hallo. Herzlich willkommen. Ja, wir spielen World of Final Fantasy. Wie ich feststellen muss, doch eins einer meiner Lieblingsspiele. So, ich glaube, hier geht's lang. Guck mal, Story. I said for you to scram, kid. Will you just listen to what I have to say? Guck, der hat eine tiefe Stimme. Is that Rethia? You caught up. What's going on here? Ich würde mir das schon immer mal ansehen, weil es auf dem Angebot ist. Ich kann es dir nur empfehlen. I'm not allowed to talk to my own flesh and blood now? I don't care who you're supposed to be, because you ain't seeing him. Er macht mir Angst, er ist so gruselig. Well, you see, sir, we are here to meet the Thane on behalf of Princess Sarah of Cornelia. Ja, also wir haben die Verbindung verloren. Ich warte mal kurz. Ich weiß nicht, was schon wieder los ist. Der Internetschalter ist nicht diesmal, glaube ich.
So, willkommen im Chat. So, Verbindung getrennt, Verbindungsversuch 2 in 15 Sekunden. So, das kriegen wir gleich wieder hin. Hä, wie witzig. Ich wusste gar nicht, dass es hier so ein Dings gibt. Twitch tut heute wieder Dinge. Sieht danach aus. Hashtag Internetschalter. Diesmal ist es nicht der Internetschalter. Ich hab's extra pausiert. Ihr habt nichts verpasst. Ich war jetzt gerade nur ein bisschen. Ist schon eine Weile her, dass ich meinen letzten Disconnect hatte. Also, wow. Also wirklich, ich verstehe nicht. Schnappt sich Sabi und Mel und geht mit ihnen Kaffee trinken. Oh, jetzt ein Kaffee. Oh, jetzt so einen wunderschönen Schokocino. Oh, ja, Twitch, Vodafone und Telekom haben heute abwechselnd Probleme. Ah, toll. Das klingt natürlich super. Bin ich ein Freund von. Die Katzen im Internet-Hauptquartier haben wieder das Internetkabel herausgezogen. Ja, bestimmt. Also, eins von den Sachen wird es sein. Irgendwas davon ist wohl legit. Have a look for yourselves. That's the Cornelian seal. What now? I expected better from you, considering you're practically our neighbors. Yeah, you tell him, Rain. Cornelius got giants for emissaries? They got some kind of royal Cornelia thing with them. What? You sure? Beats me. You gonna send him packing and take the risk? Wait here. I'll go check with his Thane ship. Los, Chibi Mann! Hatte gestern Probleme. The Thane says he'll see you. Let's go, Rethia. Vielleicht ist es ja halt auch einfach Twitch. Hey, the girl stays here. Rethia is part of our entourage. That's right. Tritt sie einfach um. Toodaloo. Thank you, guys. You're always there for me. No big deal. Aww. Yeah, I mean, it wasn't a lie. We were all heading in more or less the same direction. Chibi Power. Mokel, Mokel. Hatte über das BE-Probleme, aber kaum waren die weg, hatte der Rest von euch ein Problem. Ja. Ich habe schon seit einem Moment nicht mehr gestreamt, deswegen weiß ich nicht. You must be the giant emissaries from Cornelia. Da ist der Fürst. Oh, yes. We're here to... Guck mal, den kann man toll bürsten. The Federation finally gave up and just invaded them. Der hat sogar einen schönen Bart zu bürsten. Are you here to ask for my help? Yes, they did try to invade, but for the moment... Who are you? Hmm? Why, Rethia, is that you? Who are you? Oh. My dear, please. It's me, your uncle. No! You are not Uncle Taka! Wait, sorry. Ah, das ist nicht ihr Onkel. Verrückt. Then I was right. If you've managed to see through this facade, then there's no mistake. Oh. You are a man. Oh, toll. Yes. Ich sag doch, ey, wir bussten heute den Fluss so richtig gegen den Strich. Where's Uncle Taka? Why, he's standing right in front of you. Die mag ich richtig. Make no mistake, little girl. This is your uncle. What are you? How intriguing. This must be an act of fate. The giants from the hills here, and with them a champion's medium. And not just any medium, one that bleeds the same blood as this body. It's more than fate. It has to be destiny. Oh. How can I not rise to it? Ooh. That answers that. He's the one who put up the threshold here. Na dann kloppen wir den mal weg, wa? He just the change sizes the way that you two do. So, is he a Bahamutian soldier? Well, he's nothing like the ones we fought so far. Be careful. So, erstmal Protes. Guck, was wir Fähigkeiten haben. Werfen. Stürzkraft vernichtend. Ja. Leider haben wir nicht wirklich was zu stürzen. Kriegt einem, gebt mal zweimal Stürzkraft. Vita, Analyse. Da gucken wir uns den mal kurz an, den Kollegen. 3840 Leben. Geht uns ein Alma-Kristall, das ist schon mal sehr gut. Hat keine besonderen Schwächen. Au, das hat ja richtig wehgetan. So, dann geben wir uns nochmal selber Protest. Schwusch. Weiß nicht, ob das nötig ist, finden wir raus. Ja, kann ein bisschen dauern, bis wir den klettern. Gut, der macht ein bisschen mehr Schaden. So, wir werfen mal.
Okay, das sah gut aus. Ja, nicht Tent. Okay, Mel, du weißt nicht, wie man streamt. Also ganz einfach. Als erstes musst du dich knapp anziehen und vor allem die Kamera so ausrichten, dass es zufällig genau aufs Korsett gerichtet ist und das Spiel hat nur 60% des Bilds einnehmen. Ah, ja, natürlich. Das merke ich mir dann für meinen nächsten privaten Stream. Dann müssen ja natürlich auch alle sehen, was abgeht. So. Lass uns von Dominik mal den Wind flüstern. Oh. Yay! So, rechte Klaue. Keine Ahnung, Fuchsfeuer. Also, ich würde mal behaupten, er hat eine größere Magieschwäche als, ihr wisst schon, physische Abwehr. Röp. Okay. Suddenly Haikyuu. Passiert. Foxfire! So, was mir am besten an diesem Spiel gefällt, ist übrigens die Möglichkeit hier, einfach dir fast forward zu machen. Das ist so gut. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen Dings regeln. Oh, oh, das ist ja vergiftet. Das habe ich gar nicht gesehen. Na egal, der wird schon nicht sterben. Das sind wir schaffen das. Aua. Folgetreffer. Bam. Oh, oh. Das wird jetzt wehtun. Da bin ich mir fast sicher. So, ich bin hier mal hier ein bisschen Vita. Guck mal, jetzt blinkt der so fancy. Cool. Wir sind schon vergiftet. Du musst das nicht zweimal machen. Du verschwendest deine Aktionspunkte. Du Lusche. Ich wollte Loser sagen, bin auf Lusche umgestiegen, da war es eine Lusche. Lange lebt er nicht mehr. Mehr als 10 Treffer oder so kann er nicht mehr einstecken. Oh, ja, gut. Ja, Levelanstieg für alle. Übrigens, wie ihr schon sehen könnt, ist jede Mirage nach jemandem benannt. Es gibt zweimal Mel, weil das Vieh von sich aus Mel hieß. Und dann gibt es noch Mel, weil hier eine Mel war, nicht ich Mel. Und jeder ist nach einer Person im Chat benannt, die entweder random ausgelost wurde oder gesubbt hat. Das heißt, wenn ihr einer der Miragen sein wollt, die wir als nächstes fangen, dann ne? Sell out und so. Blinken ist meistens nicht gut. Doch, blinken ist gut. Ich hab's verpasst. Der Hund ist neu. Ja, ja, ich hab den einfach gefunden und der hieß Mel und ich war so, hä, was ist los? Wir müssen den haben. Ich bin Error 404. Perfekt. Wenn wir neue Miragen fangen, benenne ich die gern nochmal nach euch. Oh, hallo Typ. Ritter mit der Goldmaske. Wir haben gerade seinen Namen erfahren. To so much as inquire. An imbecile beyond belief to let a medium to champion a fire. Oh oh, ich glaube, der wird ein Problem. Okay. That's not good. Away from death. Away from life they stay. Contain them or you'll be. Oh ja! Quick, this way. Huh? Ja, die Katze. Well, eine Schwarzmagierkatze, ja! Ich bin ein Fan. Okay. All hail Schwarzmagierkatze. Hui. Ritter mit der Goldmaske steht bestimmt auch in dem sein Perso. Bestimmt. The gods would caution. Is this a sign that we'll not go unchallenged? That there's no way to know. No, ich will die Katze sein. Ich glaube, die Katze ist keine Mirage. Juden ist wirklich kill. Basically Tage. That was too close.
Charlotta, thank you. Huh? Oh. I just knew you would get yourselves in trouble. And boy, did you prove me right. What do you call that creepy trick? You're the creepy one here. Huh? Gibt's die? Warte mal. Would you just put these on? Then take another look at the town. Charlotta. What the honk? Huh? Is that coming out of the sky? Ist das Crystal Chronicles? Die ist voll süß. Ah. You should have a look too. How do you explain this? Ihr könnt es, glaube ich, nicht gut sehen auf dem kleinen Bildschirm. Not even the visitor who left those monocles at my inn could tell me exactly what it's showing us or how. From what I was told, every member state in the Federation is trusted. Möchte irgendein total komisches Vieh sein. Die Katze ist viel zu niedlich. Wir finden genug seltsame Viecher, glaube ich. The Thane was visibly crazy. Die Katze ein Furry. What in Grimoire is going on? Du ein Furry. Als du eine Ente findest, du weißt, was du zu machen hast. Keine Ente, aber ein Pinguin. Aber ich glaube, der Pinguin passt besser zu Sam. Ask about the League of S, but all we found was a lot more questions. Sorry, did you say the League of S? That's right. Ich mag die. Jetzt sprechen sie endlich auf einer Augenhöhe. If that's all it is, then maybe I can help you out. Mach diese Klingel hier schon. Oh, sure. I know a few people right here in Saronia who should be able to get in touch with the League. I'll ask them to pass on your message. Do you mean it? Thank you. Mag ihr schon mal? Ja, ne? It's voll cute. Longer than she looks, so she knows tons of people. Isn't that great? Don't you talk about my age. Ich find's nur komisch, dass sie einen Puschel hat, aber keine Metamorphosis. That is a very long story that I don't feel like telling. But I will say this. Cats get around. Yep. Oh. Yeah. that's cool. Yep. Yeah. So, the real question is, sympathisch. Und sie ist strong und liebe. Moment mal, du kaufst extra eine Ente, die du im Hintergrund stehen hast, weil ich nicht so oft hier sein kann, aber du möchtest keine Ente finden. Das sind meine Enten, weil ich zufällig auch Entenfan bin. Ja. Sounds pretty good to me. Und wenn ich eine Ente finde, dann benenne ich die nach dir. Aber das heißt nicht, dass ich sie nicht finden will. I guess this is the last town on the continent. Okay then. We'll figure something out. So what about you two? Es gibt mehrere Entenfans? The wolves verrückt, ne? Care of now. So the only thing that I sure. I need some time. Tom! Hey, yeah! Welcome to the stream, Tom. If you'll have me, of course I will. Thanks for the sub. Thank you so much. Okay, guess we have another Mirage name, and it's Tom. Take care. Nice. Hey, Charlotta. Thanks for stepping in to help. Sure. Any preferences? What do you want to be, Tom? Speaking of stepping in, I don't suppose you were planning to make it up to me. Wollte schon sagen. Trouncing on my tail. Oh, so that really was you. Gosh, I was kind of hoping you'd forget. What's this for? You know... Yes, I wanna save. Speichern. Yes. You know, we have these little mirages. There. And they're all called by subscribers of this channel. So, the next one I'm gonna get caught. It's gonna be called Tom. Nimm doch mal die Ente süß sauer. Nein. was soll ich tun? Soll ein Boot nehmen. Boot. Boah. Sarah, der war edgy. Sell out! Woo! Danke für den Sack. Danke für den Sub, Sabi. So. Dann nach Tom kommt Sabi mit der nächsten Mirage. Boah, gestern war ich richtig salty. Boah. Unglaublich salty sogar. So, ich will die Truhe da haben! Komm ich da hin? What is this sorcery? Wieso ist da eine Truhe, wo ich nicht drankomme? Wieso komme ich denn dran, Mann?
Gib mir das! Okay, verstehe. Gut, ich gehe mal davon aus, wir müssen irgendwie hier wieder hoch. Zappi ist hier wieder am Start. Woohoo! Ich liebe Sailout. Chapter 8. Buccaneer Blues. Piraten, Piraten! Juhu! So let's see. Ruffia said to borrow a boat at the docks and head to the low seas. Well then, why don't we try asking around town and see if anyone's renting them out? Ah ja. Hallo, hast du ein Boot? What's that? You want me to lend you my boat? But if I did that, I wouldn't be able to go fishing. Okay, dann nicht. Hast du ein Boot? Hallo. You're heading for the low seas? That's completely insane. That's completely insane. Yeah, but I'm rooting for you. Danke, Typ. Hey, did you hear? There's a real pirate ship in the harbor. It's so cool. It's so cool. Okay, Piratenschiff, Piratenschiff. At this rate, we might as well swim to the low seas. Ich würde sagen, wir kaufen uns eben eine Augenklappe, schwingen uns unseren Hintern auf dieses Schiff und dann wird nur noch gearrt. Hold your chocobos. Didn't somebody mention a pirate ship was parked at the pier? Yeah, something like that. Why? Ich bin Pitbart, der Pirat. I've got an idea. What if we beat up all the pirates and then commandeer the ship? What? There's no way it'll be that easy. Wir kloppen die einfach und dann nehmen wir uns das Schiff. Go in with Mirage's Blazing. Ich habe das Gefühl, das wird absolut funktionieren. Das ist der beste Plan, den er haben konnte. Hallo Sabri, hallöchen, herzlich willkommen. Und jetzt ein ganz normaler Typ mit Augenklappen. No, I'm not speaking Spanish, I'm sorry. It's a German student. I'm able to answer questions in English as good as I can, but most of the time I will speak German. I'm sorry. Wird klappen. Kann ich irgendwas erledigen? Hat in JRPGs schon immer gut funktioniert. Immer. Oh, irgendwie schlechte Erinnerung an diesem Ort. Irgendwie bin ich hier nicht ganz koscher. Haben mich die ganzen spanischen Leute immer hierher kommen in letzter Zeit? Sind wir in Twitch Spanien immer ganz vorne angezeigt? Typisch Twitch, keiner liest Titel oder Tags. Ja, aktuell sind viele Spanier hier. Ich kann ein bisschen Spanisch. Ich kann so Sachen wie un cerveza, por favor, oder yo soy Mel. Aber das ist dann halt auch alles. Hat mir alles sehr Spanisch vor. Kann ich verstehen. What have we got? A cannon? What's it doing here? Aha! Nice. Oh Gott! Ja, das sieht gut aus. Was hat er denn erwartet in der Kanone? This must be how the locals get around. Ja, klassische Fortbewegungsmittel. Okay, beim nächsten Sale brauche ich dieses Spiel dann auch. Yes, ich habe jemanden überzeugt. Kannst den echt nur empfehlen, Sabi. Ey! Ich dachte, das wäre eine Truhe. Oh, was ist er denn? Es ist ein Mimik. So, reduziere ETP. Okay. Also ich kann es aber nicht fangen, weil ich noch kein Dings habe. Überlegen, ob das ein Witz wert ist. Es ist ein Witz wert. Oder nicht? Also, ich krieg auch jeden meiner Witze gecountet. Also, immer. Ich bin schon meine Aufgabe hier. Was? Ah! Come and get your love. Come and get your love.
Ja, komm her. Come and get your love. Nice, geht doch. Yeah. We got him. Immer zu gnädig und beendet mein Leben. Namen Kirche. Ich kenne das Gefühl und ich würde auch gern täglich darum bitten. Aber nein. Hier wird niemand erschossen. Die Mirage. Guck mal, sie hat zwei Wege. Diese Mirage verkleidet sich als Schatztruhe, um ahnungslose Schatzsucher zu überrumpeln. Aus einem Kampf mit einem Mimik kann man nicht fliehen. Mimiks leiden manchmal an einer Identitätskrise, aber das bringt wohl der Job mit sich. So, das ist dann... T-U-M. Yes. Die Texte könnten wirklich von mir sein. Ja, das macht Sinn. Looks like me too. If I remember you right, you look a little bit different. But I'm not quite sure. Ich bin mal raus, sorry, würde gerne mehr schon, aber viel Spaß noch. Alles gut, Shiro. Ich danke dir, dass du schon da gewesen bist. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend. Danke fürs Reinschauen und bis baldig. Mitnehmen. Ich fürchte, Tim muss fliegen. Tut mir leid, Tim. Auch von mir nochmal mein Beileid. Kann ich da klopfen? Okay, I'm curious. Drei. Ich war doch noch so jung. Es tut mir leid. Es tut mir leid. Es gibt ja noch ein paar mehr Miragen. Also, ne? Es gibt noch ein paar Möglichkeiten. Vielleicht die mal suchen. Eine Truhe, die hoffentlich kein Mimik ist. Natürlich. Der Hai ist ja toll! Und da ist ein Blob drauf! Oh, das ist ja toll! Ich muss nochmal werfen. Werfen! Ja? Einmal noch. So, einmal kurz Analyse. Feuerattacken. Beim Mini-Pudding wissen wir es noch nicht. Aber ich weiß, wie wir den Heil bekommen. So. Ah, hab aber nicht genug Dings. Ja, dann müssen wir kurz mal warten. So. Fuchsfeuer auf den Mini-Lebern. In der Hoffnung. Ah, ich habe ihn getötet. Verdammt. Okay. Muss ich nochmal machen. Keine Sabi. Aber in der nächsten Runde. Wir kriegen schon eine Sabi. Ein Aquasamen. So, Ich hätte gerne noch einen Monsterkampf. Miragenkampf natürlich. Manchmal will ich sogar sagen Pokémon-Kampf. Surprise! So, komm hier. Kann ich das jetzt machen? Verwende physische Attacken und Mini-Pudding-Prisma. Sabi wird wohl ein Pudding. Sabi, ich hoffe, du bist mir nicht allzu böse. Ah, komm her. Pudding! Sei mein!
Ja? Will noch nicht so richtig. Ja, der will wirklich. So, jetzt will er aber wirklich lieber. Ah, gefährlich. Ah. 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 Komm her. Na, geht doch. So. So sieht's aus. Ich war einen kurzen Moment vom Chat getrennt. Ich hoffe, ich habe nichts verpasst. Oh, warte mal. Das heilt ja gar nicht. So. Normalerweise würde man auf jeden Fall einen Pudding mit Magie bekämpfen. Das tue ich jetzt auch mal. Denn die sind sehr anfällig für Magie. Wie auch typische Puddings in anderen Final Fantasy Spielen. Das weiß man natürlich nur, wenn man Final Fantasy Spieler ist. Dann nochmal, das ist perfekt. Ich wollte eher einen Slam oder so vorschlagen. Ja, perfekt. Dann bin ich froh, dass ich das für dich hier tun kann. So. Oh yeah. Dann haben wir jetzt einen Sabi gefunden. Plup. So, hat auch zwei Bäume. Ein wackeliger kleiner Pudding, der erstaunlich viel einstecken kann. Mit etwas Karamell bestimmt lecker. Oder auch nicht. Okay. Oh, so ein Vanillepudding mit Karamell. Klingt jetzt eigentlich echt lecker. Wirklich rumwobbeln. Na. No. Sabi, ich bin mir sicher. Blablabla. Karamell. So. Ich kick mich selber raus. Ist nur fair. Ich meine, das kann ja eh nichts, also. Alles ganz normal. Voraussetzung zur Aktivierung: Gewicht 5 oder schwerer, 50 oder stärker. Hm? Oh nein. So, jetzt müssen wir hier hinlaufen. Hä? 5 oder schwerer? 5, Gewicht 10. Addiert sich das nicht? Oh. Ich hätte jetzt gedacht, das addiert sich. Nein, nö, nö. Vielleicht bei den Kleinen? Ich würde nie wieder in Ruhe Creme Brûlée essen können. Oh. Tut mir nicht leid. Ich fürchte, wir brauchen diesen Hai. Du bist gerade useful geworden, Mike. Weil du Wasserresistenz hast, schätze ich. So, jetzt geht's. Ja, jetzt geht's. So. Jetzt kann man dich aus dem Team schicken. Unterschätze niemals einen Slime. Genau, ein Slime kann richtig gut Staub festhalten. Ey! Ich habe nur kurz nicht aufgepasst. Willst du mich verarschen? Okay. Ach so, das hat sich jetzt geändert. Ach so. Okay, verstehe. Entschuldigung. Hab nicht aufgepasst, hab Chat gelesen. Ach, falsch. So. Red Kills. Verdammt, wo ich in der Küche war, fiel mir ein, was ich noch machen wollte, als ich hier Kitzel hatte. Was wollte ich nochmal machen? Ich
kenne das. So, jetzt können wir nämlich da hinten rüber. So. So. Jetzt haben wir hier nämlich einen Steg. Ich kenne das nur mit Browser-Tabs. Das ist einfach so mein ganzes Leben. Gerade aktuell bin ich so unglaublich vergesslich, man muss mir alles hinterher tragen. Das ist Gott, der eine Aktion abgebrochen hat. Kennt jeder. Ja, der Hai ist wieder da. Ich will den doofen Hai. Ich will den doofen Hai. Achso, ich muss hier. Nein. Was? Volleyball! Geht wieder nicht. Werfen. So. Problem ist jetzt. So. Der ist fast tot. Wenn ich den jetzt mit Feuer bewerfe, stirbt er. So, deswegen kriegt der Minilodon jetzt das hier. Fuchsfeuer kostet zu viel, ne? Deswegen muss ich warten. Aber wir können schon mal den Mini-Pudding eindreschen, in der Hoffnung, dass sie sich jetzt nicht mehr stapeln. Perfekt. So. Dann machen wir das. Egal. So. Jetzt wenden wir Fuchsfeuer an. Let's go! Ja! Hi, hi! Well, hey, dein Slime dabei! Keine Chance! Ich mache einen auf und in dem Moment habe ich vergessen, was ich mit dem machen wollte. Boah, das ist mir auch so oft passiert in letzter Zeit. Ich wollte irgendwas wissen, ja? Es war irgendwas Wichtiges, ja? Es war furchtbar wichtig und ich habe es auf irgendwas auf Twitter gesehen und dachte so, boah, ja, das ist voll die gute Idee. Und dann mache ich den Tab auf. Vielleicht ist der Hai voll klug. Blöde Hai-Shaming hier. Nein, der ist doof. Ich mag den wieder. Ich wollte schauen, an welchen Tagen den nächsten Pokémon wird vielleicht im Fernsehen. Genau das immer. Same, vorhin ist wieder passiert. Oh Gott, ich bin nicht allein. Ich hab das Gefühl, ich werde senil, Leute. Es ist ganz, ganz schrecklich. Diese maritime Mirage ist äußerst leicht reizbar und greift regelmäßig Schwimmer an. Er wäre gerne der Star in seinem eigenen Film, doch diese Rolle scheint schon an einen anderen Hai gegangen zu sein. So, wie nennen wir den mal? Tschüss, der Kühlschrank. Ich gehe gerne zum Kühlschrank, nur um zu checken, dass der voll ist. So, was haben wir denn gerade noch nicht im Team? Wir haben Entchen noch nicht im Team. Wir können ihn jetzt Entchen nennen. Das ist zwar bei dem Hai ein bisschen doof, aber... Ja, Entchen, du bist jetzt ein großer, weißer, blauer Hai. End. Kleiner Hai. Dum, dum. Du, dum, du, dum. Kleiner Hai. Dum, dum. Du, dum, du, dum. Entschuldigung. Das Glück hat gesprochen. Du warst der erste Name, den ich heute. Der noch nicht irgendwie benannt wurde. Dann frage ich mich schon, was wollte ich gerade noch? Scroll wieder hoch, aber hab's trotzdem vergessen. Ein Hai namens Entchen. Perfekt. Guck mal, er rotiert. So. Jetzt die Frage aller Fragen. Wen schmeißen wir raus? Den Duodino will ich nochmal behalten. Mii. Nein, dich kann ich nicht rausschmeißen. Du bist gerade essentiell immer noch. Brauch dich noch. Du bist in meiner anderen Teamaufstellung drin. Ist wichtig. Den brauche ich auch noch. Den Schokobo brauche ich auch noch. Ich wurde schon weggeworfen. Ich habe mich selber rausgeworfen. Das ist fair. Wofür bin ich bitte essen? Hier, was? Ach, sind's hier. Du bist das Essensziel, weil du mir eine Pizza ausgeben willst. Deswegen. So. Ich schmeiß Jack raus. Zumindest mal kurz dabei gehabt will ich alle haben. Ich werde tausendmal irgendwas umschmeißen und es wird mir tausendmal das Herz brechen, aber... Danke, Autokorrektur. Essensziel. Essensziel.
Hallo, klopf, klopf. Okay, dann nicht. So, ich bin auf dem Schiff. Da ist eine Kanone. Ich will erstmal woanders lang gehen. Ich will erst gucken, ob es hier irgendwo noch Geschenke gibt. Da sind Truhe. Geschenke. Essenz-Ziel. Nom. Bin auch Fan. Bam. Ins Gesicht. Nicht tödlich. Wir nehmen das Windgeflüster. So, den Stapel haben wir schon mal erledigt. Nochmal Windgeflüster. Schön. Ja, schön. Blum. Wir können bestimmt gleich wieder was leveln. Dann ist es wieder besonders spannend, weil ich die ganze Zeit so... Worin investiere ich? Ich habe eine Kullermuschel erhalten. Eine Kullermuschel. Wow, that creeped me out. What do you mean? That chime sounded like it could wake the dead. You don't mean a... Hey, I didn't see it. Okay, ich habe wohl Geister geweckt. Das war bestimmt gut. Mumpfel, eine Mumpfel. Mein Essen ist wie die Oscars. Erst ganz viele Nominierungen. Danach freue ich mich. Noch ein Schiff, ist hier eine Truhe. Oh, das war schnell. Oh, der sollte sich vielleicht verheilen. Wir machen nochmal hier Doppelstoß. Das war gut. Ich frage mich, ob es hier auch einen kleinen Sephiroth gibt. Ich würde mich sehr freuen. Einfach geil. So. Wir hatten einen Stufenanstieg. Sehr schön. Vielleicht sollte ich hier ein bisschen leveln. Ich habe das Gefühl, der nächste Boss könnte etwas schwieriger sein. Hier kann ich hoch. Hier gibt es keinen Schatz. Na gut. Wo ist der Piratenschatz? Wieso kann ich da nicht hoch? Achso, da ist keine Treppe. Natürlich muss es der längste Weg überhaupt sein. Stärke-Samen plus. Da waren sie sehr kreativ. So, wir haben die Glocke geläutet. Dann können wir jetzt unseren Hintern in die Kanone schminken. Oh. Dann nicht. Du machst erstmal Vita auf dich selber, bitte. Bitte stirb nicht. Brauch dich. Kannst du aufhören zu sterben? Bitte. Ich glaube, den hat keiner verstanden, also Witz. Ich habe den auch nicht verstanden, Chris. Tut mir leid, ich bin nicht klug genug, um das zu verstehen. Bitte verzeih mir. Oder ging es um Nominierung? Ja, okay, jetzt habe ich verstanden. Hat ein bisschen gebraucht. Nom. Ihr wisst schon, nom nom essen, nominieren. Jetzt ist der Witz noch witziger, weil ich ihn erklärt habe. Oh, wow. Ja, ja, ja. Er braucht, um seine Wirkung zu entfalten, aber eigentlich ist er echt gut. Sag mir, den hätte ich sonst nicht gereilt. Teewitz muss das ziehen. Well, that all do it. Das macht mich glücklich. Hopsala. Puff. Oh, da ist eine fiese große Mirage. Da machen wir einen weiten Bogen drum. Mein liebster Freund. Nein.
Oh, ich liebe es. Gimme, gimme. Nochmal. Gimme, gimme. Nochmal. Nein, meine Cola-Muschel. Gimme, gimme. Okay, jetzt bin ich fertig. Ananas gehört auf Pizza. So, tschüss. Tschüss, Schrödinger. Tschüss, war nett. Also war nicht nett, ich mag keine Ananas, aber... Zurück zum Thema gegenseitiges Erschießen. Ich versinke in einem Sumpf aus Uff und Ehrfurcht vor dieser Kreativität. Ja, das ist Chris. Freude und Verderben zugleich. 5 Fischschuppen. Die gab's für einen Apfel und ein Ei auf dem Kuttermarkt. So. Brauchen wir mal hier ein Vita. Sieht doch gut aus. Doppelstoß. Gib ihm. So, den ersten hat schon getötet. Ach Gott, wie schön. Mal gucken. Patz. Yeah. Partnerbörse für einsame Mordlichter. Schönes Wording. Das Wort Wording ist übrigens jetzt neu in meinem Wortstamm. Und ich könnte nicht glücklicher sein. So, da geht es woanders hin. Also gehe ich erstmal nach hier unten. Ah, ich habe die Glocke nicht geläutet. Entschuldigung. Bong. No! Verdammt! Okay. Gut. Geh wieder zurück. Verdammt. Yo! Was ist das jetzt? Okay. Ich habe das Gefühl, wir können Sam ersetzen. Na, wobei, ich brauche keine riesige Mirage gerade. Das trifft wahrscheinlich nicht über Feed, ne? Ja. I thought so. Na dann, So, dann werfen wir nochmal. Ah, das hat gut funktioniert. So, einmal kurz Analyse, please. Wortschatz, du meinst Wortschatz. Hä? Was habe ich gesagt? Ich glaube, immer noch mit dieser Idee könnte ich Millionen machen, aber naja. Naja, man ist halt manchmal nicht so im Dings, ne? Zustand blind. Kann ich das? Ich glaube nicht. Ich glaube, das konnte ich im anderen Modus. Jo. Na, dann können sie jetzt alle einzeln sterben. Naja, du hast Wort Stamm gesagt. Oh. Ja. Ich höre mir selber nicht zu, ehrlich gesagt. Also natürlich schon, aber manchmal... ihr kennt das. Manchmal irgendwie ist es halt einfach so... Oh. Ja, close enough. Ja, eben. Status-Items? Nee, leider nicht. Ich habe gerade Elementar-Items, aber keine Status-Items. Die kommen erst später. So. Mit diesmal nicht die Kanone. Da gab es noch einen anderen Weg, ne? So, und dann kann man jetzt diese Glocke auch wieder läuten. Warum auch immer da 1000 Glocken hängen. Das wird uns bestimmt noch gesagt. Jetzt weiß ich noch nicht. Oder ich weiß es nicht mehr, eher gesagt, weil ich wusste es mal. Ja, du heil dich mal. Bitte stirb nicht. Gut, können wir auch noch nicht. Dann hauen wir einfach random auf Haie ein, ist schon okay. Das mögen die so. Mach das bitte nicht nach. Auch wenn ich sage, die mögen das. Würd's nicht ausprobieren.
Gedreckt. Oh, guck mal, wie schön die sich schlafen gehen. Die gehen nur schlafen, keine Sorge. Die werden artgerecht alle verwahrt. No trouble at all. Bei Sea Life und so. Ende des Levels gucke ich ins Mirror-Board rein. Aber erstmal. Ach nee, ich habe noch nicht die Glocken geläutet. Mit Flattern kannst du kurze Distanzen im Flug zurücklegen und so abgelegene Orte erreichen. Die Fertigkeit erlaubt dir den Rundflug und du kannst sie nur einsetzen, wenn du ein Hirn-Symbol siehst. Whoa, what's it? Oh, okay. Woo! Yay, Sam! Woo! Flying gut gemacht. Sure is fun. I could fly around all day. Boy, oh boy, oh boy. Oh boy, oh boy, oh boy. Did you just accidentally come up with a haiku? And who says boy, oh boy? Wow, das hat sich jetzt richtig nicht gelohnt. Sam, leg einen Zahn zu! Schneller! Schnell! Mir kratzt es gerade ein bisschen im Hals. Entschuldigung. Ich bin noch nicht wieder ganz genesen, aber es wird. Und dann können wir jetzt ein bisschen weitergehen. Da vorne ist ein Gimmi-Gimmi. Das heißt, hier können wir irgendwo wieder so machen. Da können wir auch I'm really starting to get sick of all this cold. Woran hältst du dich da eigentlich fest? Weiß nicht. Sag du es mir. Yeah, Lon. Nobody ever said anything about having to fight past all these stupid mirages. Oh, well, I did read that cold weather helps keep you focused, so I guess it's not all that bad. See, shivering uses less energy than a... Oh man, do I just love the cold. Well, come on, come on. No time like the present. Also ich persönlich denke nicht besser, wenn mir kalt ist. Das wird bei mir schlimmer. Dem Vertrauen an die Menschheit. Okay. Davon habe ich nicht mehr viel. Schön, dass du noch genug davon hast, dass man sich dran festhalten. Ich klatsch dich weg. Oh Gott, ich muss ja noch niesen. Oh, doch nicht. Jetzt bin ich unglücklich. Ich muss ein bisschen ins Licht gucken. Nee, ich glaube, das wird nichts mehr. Vielleicht kommt es gleich einfach spontan. Wenn ich in eine meiner Streamlampen gucke, dann bin ich instant blind. Deswegen versuche ich da gerade in die Deckenleuchte zu gucken. Aber es bringt nicht so viel. Und ich bin blind. Oh Gott. Oh. Okay, damit geht's hier nach rechts. Aha. Erstmal rumflattern. Go, Sam! Woo! Wehe, das ist kein Schatz. Na gut, damit kann ich mich abfinden. Guck mal, Sam macht sich richtig nützlich hier. Praktisch unentbehrlich. Hui! Boah. Ich weiß nicht, ob ihr das Video auf Twitter gesehen habt. Da ist so ein Junge, der Leute interviewt nach, also Mädels, wie viele Ex-Freunde die hatten, haben. Das ist so anstrengend. Aber es ist mir so im Kopf geblieben. Es ist so schlimm einfach. Einfach dieses Ratatata. Das ist für immer in meinem Hirn. Und immer wenn ich irgendwas sage, geht es so Ratatata. It's a curse. So. Aha. Eine Kullermuschel. Perfekt, dann kann ich ja gleich jetzt wieder das Ding runter machen, weil ich sonst nicht mehr rüberkomme. Lädt sein Hai-Cosplay. Ja! Dein Hai! Ich würde mir sowas nicht ansehen.
Es ist wirklich super cringe, aber es kommt auch von TikTok, also muss man erwarten, aber... Es bleibt im Kopf. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, aber machen wir weiter. Lass dich von mir nicht verunsichern. Ich hatte da ja nur ein paar Jahre Deutsch in der Schule, sie war amüsiert. Ich habe das gesehen und Alice hat sich drüber lustig gemacht. Achso. Ich retweete es gleich mal, dann habt ihr auch was davon. Dann bleibt es euch auch im Kopf stecken. Freut euch drauf. Es ist toll. In meinem Kopf geht es ja die ganze Zeit. Ja, ich hasse mich auch ein bisschen dafür. Ein bisschen Selbsthass ist gesund. So, jetzt müssen wir das wieder rückgängig machen. Damit wir unsere Cola-Muschel abgeben können. So. Hier, Kollege. Ja. Ich würde es sehr bevorzugen, wenn da nicht noch so ein Fenster wäre, das mir sagen könnte, wann ich aktivieren drücken kann. Aber wahrscheinlich ist die Transferaufgabe für einige Spieler zu krass. Ratatata. So, jetzt können wir darüber richtig. Speicherpunkt! So, Wasserstrahl. Gut, dass da vorne ein Speicherpunkt ist. Wird langsamer Zeit. Auch wenn wir uns sehr gut selber im Wasser halten können. Mittlerweile auch ohne viel Stress mit Heil-Items und so. Ich bin stolz auf uns. Ah, wir sind schon Stufe 16. Gefällt mir gut. Gefällt mir sehr, sehr gut. So. Jetzt kommen wir zu meinem besten Freund, der kleinen, dem kleinen Dingbum da. Ich hab vergessen, wie sie heißen. Es sind auf jeden Fall Wegblocker. This must be it. The pirate ship. The pirate ship. Yeah? I don't think there's any ist Balthier da drauf? Ich würde mich sehr freuen. Weil er ist der Protagonist der Geschichte. Ich finde, es sollte gewürdigt werden. Das freut mich gerade zu sehr. Ja! Ja, genau. Und über dieses Video reden wir. Guck mal, wie hübsch ich bin. Ich hab 10. Boah. Oh Mann, ich will keine E-Mails sehen. Ist doch gut jetzt. Ich schick dir mal das Thread von Alice. Sehr gerne. Warum kennt ihr das, Arno? Twitter. Gimme, gimme. Noch einmal. Gimme, gimme. Noch einmal. Gimme, gimme. Okay. Ja. Mach mir den Soundeffekt irgendwo hin. Timeline des Todes halt nur, ja. Timeline des Todes trifft's ganz gut. So, ich möchte speichern. Yes. Yes, indeed. So, Mirabord. Ja, das lohnt sich doch schon mal bei einigen sehr. Ja, 4. Magieabwehr, Geschwindigkeit. Ausweichen plus, Kitzeln. Oh. Das Problem an Vita-Stärken ist, da wo wir gestapelt sind, haben wir gar kein Vita. Und Vita haben wir nur von Tama, das heißt, es bringt uns nichts. Aber hohe Sturzkraft, also kitzeln wir jetzt. So. Entchen. So, der kann schon mal Aqua. Spritztour. Das ist schon mal gut, wenn wir irgendwo auf dem Wasser unterwegs sein müssen, I guess. Hm. Dominik, du klingst irgendwie nicht glücklich. Kann ich was für dich tun? Alles in Ordnung. Stärke. Finde ich gut.
Rosastrahl, Sturmangriff, Wohltreffer. Aquakombi. I knew you said that. Level 20, dann haben wir ein Level 30. Es gibt jetzt kleiner Hai, großer Hai und großer Hai. So. Haben Orga. Medica, ist nicht schlecht. Was? Ja, das hat auch zwei Bäume. Ah, das konnten wir auch nicht sehen eben. Dann nehme ich Medica. Ich will da Todesschnabel. Ich Schnabel des Todes. Das finde ich gut. Sympathisch. So, Sam. Sam kann sogar schon bald Level Up machen. Ach, guck mal. Da fehlt aber eins. Gut, Sam muss noch eins sparen. Sabi kann aber schon Sachen machen. Kann Aqua. Hat auf Level 18 auch schon eine Verwandelung. Balance. Ich würde sagen, wir gehen jetzt straight hier zum Entwicklungsbäumchen. Wir wollen ja sehen, was aus Sabi wird. Zumindest, ich würde gern bei allen sehen, was draus wird. Dem wird wohl gar nichts mehr im Leben. Der ist fertig. Ah ne, der kann auch noch was werden. Cool, vielleicht können wir aus der rechten Hand eine linke Hand machen. Das wäre doch verrückt, oder? So, Katzenkrallen. Verursacht Schlaf. Das könnte ziemlich nützlich sein. Freies Feld. Kein Entkommen. Erhöht Schaden von linke Klaue Attacken der Gruppenmitglieder. Das heißt, wenn ich die linke Kralle habe, dann geht's richtig los. Giftnägel. Omira Stein Blitz, nicht schlecht. Erstmal hier. So. Courage. Ich kann mich entwickeln? Ja! So ziemlich alle Miragen können sich weiterentwickeln. Ist halt wie bei Pokémon im Endeffekt. Und, bin sehr gespannt. Falls sich Tama demnächst entwickeln kann, was ich nicht glaube, machen wir das mal und Eskorte, dann kann sie nämlich mit uns laufen. Top. Erstschlag. Berüstungsbrecher. Kein Entkommen. Tom kann sich auch um drei Sachen entwickeln. Stufe 22. So, jetzt haben wir nichts mehr übrig. Das können wir mitnehmen. Mein Chocobo-Freund. Boah, der kriegt aber echt langsam hier. Chocobo-Küken. Stärke, Sprungtritt. Dann gehen wir mal da lang. Ach so, stimmt, wir haben den ja auch gerade erst entwickelt. Ja, ja. Deswegen hat er so wenig. I remember. So, Mel. Die übrigens nicht ich Mel, sondern eine andere Mel. Nenn mich nicht nach Shiva, weil ich so großkotzig bin und glaube, ich bin so awesome. Das braucht noch Stufe 15. Das heißt, demnächst können wir schon mal jemanden wiederentwickeln. Das freut mich. Das macht mich sehr glücklich. Mel-chan. Die Mel zweiter Klasse sozusagen. Nein, das ist ein Mel gleicher Klasse. Es gibt hier keine schlechteren Mels. Es gibt nur gute Mels. Weil es kann keine schlechte Mel geben. Grundsätzlich. Zerstören. Räumt Hindernisse mit Gewalt aus dem Weg. Das ist, was ich mag. So, Schlinge. Mel, nur wenn du auch Shiva cosplayst. Ja, hier, hab kein Geld, kann ich Shiva cosplayen. Schade, blöd. Ist ja doof. Ich habe erst Fischsuppe gelesen. Wir haben Fischsuppe gefunden. Ja. So, ein paar magische Monokel? Was? Wo ist das denn aufgetaucht?
Okkult-Fan sein, Ausgabe 2. Diesmal werden wir uns dem sogenannten Phantomschatzschiff zu... Oh, guck mal, das ist es bestimmt. Das ist eine Güteklasse. Das stimmt. Aber es gibt nur ein Original. Google-Chiba-Cosplays. Nein, Sam, böse. Nein. Böse. Benimm dich. Dessen geisterhaftes Einlaufen im Hafen von Saronia stets für großen Aufruhr sorgt. Unseren Recherchen nach soll das ganze Deck mit Gold überzogen sein und der Frachtraum vor Schätzen nur so überquellen. Es gab nur einen Weg, der Wahrheit auf den Grund zu gehen, und so stachen wir in See, um dieses Schiff unserer Träume zu finden. Doch dann verriet uns ein Fischer etwas Ungeheuerliches. Tatsächlich soll noch niemand das Schatzschiff jemals draußen auf See gesehen haben. Und wo wurde es dann gesehen? Fragten wir ungeduldig. Auf unsere Frage hatte der Fischer eine überraschende Antwort. Wann immer das Schatzschiff repariert oder gewartet werden muss, legt es hier in Saronia am Hafen an. Alle Augenzeugen sagten gleichermaßen aus, Glockenläuten gehört zu haben. Man versuchte das Schiff mit Glockenläuten anzulocken. Doch ohne Erfolg. Noch 142 Buchungen. Woo, Chris, you can do it! Vielleicht tue ich dies aus wissenschaftlichem Hintergrund. Ich hoffe es für dich. Nachdem wir dem Fischer für die wertvollen Informationen gedankt hatten, sortierten wir die Fakten. Zunächst einmal scheint es einen Zusammenhang zwischen dem Glockenläuten und dem Auftauchen des Schiffs zu geben. Doch wildes Glockenläuten alleine lockt das Schiff offensichtlich nicht an. Ob es vielleicht einen bestimmten Rhythmus gibt? Warf Wedge plötzlich ein. Großer Goblin! Damit könnte er doch glatt recht haben! Daher kam das Schiff nicht. Wir kannten den richtigen Rhythmus nicht. Falls derjenige, der die Glocke läutet, in Saronia lebt, könnte sich irgendwo in der Hafenstadt ein Hinweis verstecken. Wir gingen der Sache also mit allem Elan nach. Autor Biggs. Wedge und Biggs. Warte mal. Wedge und Biggs, das... Sind das nicht welche von Final Fantasy VII? Also, Frage. Waren das nicht zwei aus Final Fantasy VII? So, welche von, Dings? Ihr wisst schon, Avalanche? Kommen in jedem Teil vor? Wedge und Biggs, echt? Wirklich? Das ist mir noch nicht aufgefallen. Ich dachte, Cities sind das wiederkehrende Element, nicht... Oh nein. Wieder was gelernt! Es gibt Just Dance jetzt für 20 Euro statt 60 für die Switch. Welchen Teil? Welchen? Nee, ich darf kein Geld mehr ausgeben. Sag's mir nicht. Ist egal. Ach. Witzig, das wusste ich nicht. Oh. Ja gut, danke fürs Aufklären. Ach, 2019 habe ich eh schon. Dann ist gut. Alles gut. Halb so wild. Bis spät. 2019 habe ich ja schon. So, ich muss das hier loswerden, weil ich kann es nicht leiden, wenn ich die Häkchen da überall habe. Klasper, hallo, herzlich willkommen. Zum Glück für dich gibt es hier noch keine neue Mirage, die ich noch die benennen kann. Wie geht's dir? Die zwei Soldaten am Anfang von Final Fantasy VI mit Terra umher, das sind, glaube ich, auch gut. Sechs habe ich nicht gespielt. Warte, sind Biggs und Wedge in 10 zwei von den Blitzballspielern? Kann das sein? Wow. Es fällt mir gerade wie Schuppen von den Augen. Piratenschiff Deck, los geht's! Du musst 10 spielen, Sam. Spiel 10. Ja, gehen mal hier zum Steuergedöns. Ich weiß, wie das richtig heißt. Ich denke, wir haben diesen in der Bag. Ja. Ein Bestie, Kubo! Nicht so Bestie, Kubo! We're leaving Pirates, Kubo! Huh? The Pirates? Ja! Did they just call us Pirates? Well, I'd say the pot knows a kettle when it sees it. Kubo! All pots are dead, Kubo! Ja! What, Kubo? Stop saying Kubo and fight, Kubo! Whoops, huh? Kubo? There's only one thing to do now, Kubo! Get him to Kubo! Guys, we're not here to have fun. And... We're not here to have fun, Kubo. Better. Much the better. Keine Chance, Kupo! Klatsch sie weg, Kupo! Doppelstoß!
Habe ich irgendwas Neues? Nee. Oh je, diese hohen Töne, die machen meinen Ohrengang spannend. Du hast mich noch nicht richtig lachen gehört. Sei du mal froh. Mein Lachen durchbricht auch Schallwände. Darf ich übrigens anmerken, dass Kiefer Sutherlands Konzert war richtig toll. Wenn ich die Kohle hätte, würde ich am Sonntag Momo schnappen und mit ihr nach Bochum gehen. Der Mann war so unglaublich toll. Stimmt, stimmt, das hab ich ganz vergessen zu fragen. Sorry. Ich freue mich, dass ihr viel Spaß auf dem Konzert habt. Dann hat sich das jetzt zum Glück gelohnt. Ich bin froh, dass ihr die Gelegenheit genutzt habt, um rauszukommen und so. That was a good fight. Oh, wait. Easy, Kupo. Geld! Ich bin reich! Erstmal Geld ausgeben, ja! You got us, Kupo! Scurvy swat! For shame! Who are you? Virus. Eins bis drei. Ich will irgendwas eins von denen. Ich bin mir sicher, wir können die kleine Mirage da fangen. Oh, you're welcome. But I thought we just beat them up. That's what she's saying, you doofus. What are you, comedians? Too bad. If you've the brass to steal ein paar fliegende Bärchen, K.O.-Schlangen und 7 K verdienen, wenn doch bloß alles so einfach wäre. Boah, ich wünschte es. Dann hätte ich jetzt auf jeden Fall kein Problem. Ah. Natürlich. Ich weiß nicht, ob ich mir Mario Odyssey holen soll. Es wäre schon nice, aber auch 40 Euro sind halt immer noch 40 Euro. Tama, it's time. Make yourself big. Huh? Yes, sir. You can do that? Toll, Tama. Danke, Tama. Gut gemacht, Tama. So, erstmal, gib uns erstmal Brutus. Und dann bringt uns ein bisschen auf Vordermann. Aua! Au! Okay, erstmal Windgeflüster. Ja. Gut. Windgeflüster wird uns heute nicht retten. Oh oh. Oh oh. Oh. Gut, ich hoffe, das war so geplant. So viel Liebe für World of MF. Too strong. I have you now. Hide Refia all you want, but you can't play hide and seek with destiny. Hä? It has chosen us. Wo kommt der jetzt her? Warum meine Lippe schon wieder so im Bröseln? Ist schlimm. Ich nutze Gelegenheit, ein bisschen drauf rumzukauen. Nee, ich habe unheimlich trockene Lippen. Die bröselt immer so vor sich hin. Nee, das muss weg, sonst kau ich drauf rum. Mach's gut, Sahari. Dankeschön fürs Reinschauen. Ich wünsche dir auch noch ganz viel Spaß heute. Dude, ich bin hier gerade Lippen am Machen. Warte mal kurz. Hallo, Hannas. Hallo, hallo. Na, wie geht's? Herzlich willkommen. So. Kloppen den jetzt weg. Das ist wie ein Edding. Du siehst auch aus wie ein Edding. Schlafen bringt wohl nichts. Was? Hör auf, mich zu töten, meine Lippen!
Was soll ich sagen? Es ist halt wichtig. So, schön, dass Dominik so schnell ist. Können wir direkt wieder stapeln. You scoundrel! Find another ship to spill your bilge on! Hallo Nala! Hallo! Na, wie geht's? Den Edding schmiert's nicht auf den Lippen, darin riecht's nur. Nee, ich rieche an meinen Copix. Das ist viel geiler als Edding. Oh. Gut, das macht's leichter. Irgendwie total müde und selbst. Oh, ich kenne das. Ich hab, nehme gerade Eisentabletten dagegen und Koffeinzufuhr ist erhöht. I feel that. Care to explain. Ja, klar, ich werde gerne alles. So, muss nur mal kurz in den Spiegel gucken. The Federation replaced Thane Tucker with one of their soldiers. Actually, we're not too sure about that ourselves. But everything we've told you is true. Honest to the goodness. Well, believe me, I'd not put anything past those Federation dogs. Wünschte, ich hätte meinen Labello hier. But if they have monsters like that in power. Ich meine meinen Lippenpflegestift. Hey, Captain Ferris, you wouldn't happen to know where their headquarters? Der danach die benannt wird, meinst du? Bahamut Citadel. No one knows a lick about that. Ich muss erstmal empfangen dafür. Worth a shot. Why? Oh, Nala, das ist auch schon. Wir sind gerade am Anfang der Geschichte. Ein bisschen brauche ich noch. You don't say. What, me? Oh, I would never, ever. I mean, I don't even like ships. Not that there's anything wrong with your. Oh, please don't hurt me. Please don't hurt me. Belay there, lad. No more. Okay. You see, I might be able to help you gents on your way after all. If you are the giants from the hills, the ones the prophecy mentions, then I recall the same prophecy mentioning where you're supposed to go. Huh? You mean there's more to it? Ahoy, Mog! You've read the prophecy, haven't you? I have, Kupo! Yay! The prophecy says quite clearly that the giants from the hills will collect 4 keys, open up a pathway to the Crystal Tower, Kristallturm, das klingt schön. And mount the very heavens, Kupo! Oh, Gefahren klingt nicht gut. 4 keys, huh? Wait, the Crystal Tower? So, Mog, I don't suppose you know where the 4 keys might be. I'm afraid I know of only the first one, Kupo. It's one more than I do. Kupo. Ja. The first key is said to lie. Höllenschlucht. Ach, das klingt ja sympathisch. Fire, das ist Urlaubsort, oder? Also, da würde ich sofort Urlaub machen wollen. Klingt aber auch wie mein Alltag gerade. There's those low seas again. Ich habe das Gefühl, all these twists and little turns. But fate must be allowed to run its course. Ich muss meine Kniescheibe weh, deswegen nehme ich Gelenk tauschen von. Nehme ich noch B12 wieder. Boah, fühl's. Schokolade hat neue Gegenstände im Angebot. Ja! Shoppen! Shoppen, shoppen, shoppen. Ich habe Probleme mit meinen Händen. Also jetzt gerade tut mein Daumen weh. Also wenn ich ihn bewege, die rechte Hand geht zum Glück, also die Zeichenhand, die ist gerade fein. Ich versuche die auch so weitestgehend zu schonen, außer vom Zeichnen. Aber es macht gerade so viel Spaß. Das ist schlimm. Well, I don't know. Are we really just gonna follow some random prophecy word for word? But what other leads do we have? Fine. I guess we'll run with it. Huh? What? Captain Ferris, can you tell us how to get to the low seas? Meine Hände voll Beatmung und nicht reden. Perhaps. Wünsche dir eine Aussicht auf besseren Gelegenheiten. Ja, das wünschen wir uns doch allen. Das haben wir alle verdient. Ich sollte mir vielleicht mal so Handgelenksschoner oder so holen. Lass meine Hand ein bisschen stabilisieren. Ich hab das ja öfter. Guest, Kupo? You know who? Oi, the lass in glasses. Oh, from the lead, Kupo. She might be Kupo. I'll go look, Kupo. Kupo? Es wird wieder bessere Zeiten geben, Kion. You need something? Oh, Quistis! Die kenne ich! Die sieht in Chibi so viel süßer aus. Mag Quistis eigentlich nicht. I thought we were done with our transaction.
Did you find some sort of Und so hätte ich mir ihre Stimme niemals vorgestellt. The goods were sound. I have another quandary. If you'll hear me irgendwie eher so hoch und fiepsig und anstrengend und business in the low seas. Ich mag Quiz das echt nicht. The giants from the hills. What? Ta-da! Cut that out! Sorry about Lon. I guess we might be the giants from the prophecy, oh, but honestly, Batz. We don't know. Ich mag dieses Spiel für seinen Humor allein schon. Das ist so witzig. Mag Very das. Intriguing. Total albern. So, they need a boat. And as I recall, you've got one. Well, hast du vielleicht Squall auf diesem Boot? Gibt's da eine Chance, dass da ein kleiner Squall ist? Ein klitzekleiner. Then we don't owe him anything. Which means that the boat is up for grabs. Achso, ja, ja, aber den wünschen wir, meine ich doch auch, dass wir, also, wir wünschen das uns allen. My group had some business to attend to in Saronia. So we presented the Thane with a boat. Yeah. Some might call it a bribe. You don't need to wheel in the deal with a bunch of no good monsters like that. Yeah. You're not even listening. Yeah. Yeah. You saw the Thane undergo a transformation? Aye. And then Syldra let him have it. Aye. Okay. Spoiler. Well, don't get me wrong. I can see that they're giants. Ich habe das Spiel schon einmal durch, aber es ist schon echt lange her. Deswegen weiß ich nicht mehr alles. Aber wir wollen hier auch keine Spoiler. Ich möchte das Spiel nochmal erleben, so gut es geht. Ich werde sowieso hier wahrscheinlich nie was anderes als Final Fantasy spielen, also. Ich will Squall auf dem Boot oder Tidus. Cool. Gut, dann gehe ich mal kurz hier das Tor verwenden. Nach Neunwaldbergen, denn ich habe gehört, wir können shoppen gehen. Bei der besten Shoppingfrau überhaupt. So, oh. Bis es aktuell die blonde Mel. Was? Excuse me, what? Das ist ja sowas von nicht die blonde Mel. In allem, was... Du hast recht. Ich fürchte, du hast recht. Wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, die ist ultra die ganze Zeit hinter Squall am hinterherhecheln und die ganze Zeit so, hey! Das ist schon irgendwie ein bisschen accurate. Verdammt! Hasse dich, Sam. Different than usual? Don't be silly. I just decided to settle down. Welcome to the Chocolate Mart! Chocoboka Shopping! Und jetzt mit Brille. Psst. Wir reden nie wieder darüber, okay? Ah ja, jetzt haben wir schon das zweite davon. Oh, konfus. Ja, ich gebe erstmal kein Geld aus. Ich bin nämlich geizkrank. Du auch. Du sollst auch ein Fantabulous Day haben. Ich habe in Kakegurui reingeschaut und verstehe nun, was du mit bitchig meinst. Na, geht doch. So, das ist doch wunderbar. Shopping Queen Schokolade. Das ist gut, ne? Also, Kakegurui finde ich so gut. Einfach ich ein sehr guter Anime. Und, der macht halt Spaß zu gucken, weil er visuell einfach mal was anderes ist und so derbe über die Stränge geschlagen. Ich liebe das. Macht richtig Bock. Oh, erst will sie Shopping und dann auch wieder nicht. Ja, aber es hat mich halt... Da hat mich jetzt nichts angesprochen. Komm, Chris, das ist eine Elite-Lehrerin mit Stock im Hintern, die ihren Schüler verknallt ist. Du bist mehr so die lebensfrohe Fun-Typ. Okay, gut. Das beruhigt mich zu wissen, so. Und ich muss gerade mal kurz gegen Regeln verstoßen, weil ich muss mal austreten. Weil, Baum, ich habe gerade ganz viel getrunken und tut mir leid, ihr müsst ganz kurz Stuhl-TV ertragen. Überlebt ihr das? Ja? Ich denke schon. Ich bin gleich wieder da. Entschuldigung. Geht sofort weiter. Habt ihr mich vermisst? Bestimmt nicht. Ihr hattet bestimmt mehr Spaß mit dem Stuhl, ne?
Die Regel hat Bonbon sowieso schon zerbrochen. Machen wir halt ein bisschen Party im Chat. Party! Woo! Komm auf einmal die 300 Zuschauer her. Muss Stuhlmagie sein. Aber ich habe mir mein Labello geholt. Das heißt, es wird jetzt alles besser werden. Oh, oh Gott, ist das gut. Ah, ich muss erst wieder ins Spiel reinklicken. Oh nein, wo ist denn dieser Stuhl hin? Ist der Labello auch ein roter Edding? Nein, der ist halt rot eingefärbt, weil ich eitel bin und glaube, dass meine Lippen echt blass sind. Und ich glaube das nicht nur, ich weiß das, weil ich genau weiß, dass ich aktuell nicht so viel Stay alive. Guter Rat. Finde ich sinnvoll. Französisch. Oh, ich habe die Tür aufgelassen. Sekunde. Sekündchen. Ein Moment. Bitte. Ups. Unheit. Ich hab mich schon. Ach, lab. Witzig. So, wir sprechen mit Quistis. Ready to go? Ja. Okay, right this way. Godspeed, gents. Thanks. Oh, right. Where's my manners? Sorry we tried to rob you. We really didn't mean to cause you trouble. You can make it up to me. Perhaps. If you survive. Farewell. Huh? Farewell. This way. Ihr dürft jetzt übrigens einen Chatwitz triggern, weil das, ja. Vivo tut mir nicht gut, es holt Erinnerungen wieder hoch. Welche Erinnerung? It's the way back to town. I mean, isn't that how you got here? The other road is crawling with mirages. Nobody uses that one anymore. Dude! Oh, I so wish we knew about that coming in. Well, that figures. I thought something about these docks smelled fishy. But at least we I knew something about these dogs felt fishy. Yeah. Smelled, no felt, ihr wisst schon. Diese Wortwahl. Der 15.04. Ushido japanisches Barbecue. Oh Leute. Japanisches Barbecue. Just give me a sec. Oh Leute, ich will dieses japanische Barbecue so gerne. I set the helm to autopilot. So it'll take you right to the low seas. Now get going. Das war was ganz Besonderes. Or the rest of the Federation catch on. Wow, you're just as nice as a peach. Thank you for everything. Nice as a peach. Das werde ich jetzt auch in meinen englischen Wortgebrauch integrieren, vor allem wenn Momo in der Nähe ist. Nice as a peach. Was hat sie gerade gesagt? Was? Ich hab's verpasst. Ja, genau diese Fühls. Yep, Barbecue ist was Geiles. Barbecue ist. Moment, das muss ich kurz daten. Barbecue ist was Geiles, aber wirklich geil war dieses japanische Barbecue, wo du halt den Scheiß in der Mitte vom Tisch grillst, ja, und mit dieser super geilen Soße mit dem bisschen Gemüse und Reis und ich hatte noch nie besseres Fleisch in meinem Leben. Würde ich dafür geben. Japanisches, yep. Ach so, okay, verstehe. Wenn, du musst einen Punkt dahinter machen, dann verstehe ich das als Abkürzung. Warm up. Ah, yeah. The breeze is really nice. I can't believe they loaned us this great boat. We really lucked you out this time. Ich habe das Gefühl, dass das Boot wird gleich untergehen und die wir sind nicht bereit dafür. Love the easy life. But Lon, aren't you just a little worried about what Ferris and Quista said? Dass wir sterben werden? Now that you mention it, they did kind of make it sound like we weren't gonna die 218,90 waren die besten Aktien irgendwelches japanisches, die ich je hatte. What's so bad about the low seas? We're just going south. Super doof, Sam. Super doof. Also so einen doofen Fehler, den würde sonst ja niemand, also. Ich möchte das auch noch mal machen. Wenn ich meinen nächsten Job habe, dann bin ich noch mal für einen Berlin Trip. Is it just me or is the river getting more whooshy? Whooshy? You think so? Rain. All of a sudden, I'm suddenly getting this dafür, really bad dafür. Mögen die anderen Member auch ihre Hand heben, sind nicht anwesend.
Dann hat die Mehrheit entschieden. Oh, Sam, gemein. Oh, Animu. Oh, wow. Note to self. The low seas are not south. What the honking horn? They are literally straight down! Tam hat Spaß. Oh Gott. Oh Gott, das ist schrecklich. Oh Gott. Ja, man kann auch fliegen. Aber ich wünsche dir ganz viel Spaß in Berlin und mach schön viele Fotos beim Uchido. Wir mieten uns diesmal ein Airbnb, was nicht so teuer ist und in der Berliner Innenstadt irgendwo ist. So ein bisschen nicht so außerhalb. Aber oh, wie schön. Was ist mit dem Boot passiert? Kann das auch wieder raufschwimmen? Fragen über Fragen. Müssen die nicht so eigentlich ertrinken? Müsste, hätte, sollte? Und holen wir uns ein Airbnb? Ah, ist kaputt. Cool. Was seht ihr denn? Die sieht aus, als wären die aus Dragon Quest abgehauen. Hallo. Those Mirage the Meanies have flipped that poor little mini mantis over. Looks like you snakes need to be taught a lesson. Aquara, jetzt geht's aber los. Ich habe das Gefühl, ich sollte meine Stapel überdenken. So. Die können wir wahrscheinlich noch nicht fangen. Verwende Wasserattacken. Ich glaube, sowas habe ich nicht. Buh. Warte, was? Vitra? Seit wann haben wir Vitra? Wen spiele ich gerade? Hä? Seit wann? Okay. Keine Ahnung, wann das so passiert ist und wie, aber... ach so, weil wir groß sind gerade. Ah. Hab ich darauf geachtet? So. Ich kann es aber schon ziemlich Dragon Quest-like, doch. Doch sehr Dragon Quest-like. Besorgt mir jetzt demnächst Dragon Quest 8 für die PS2, wenn... Im Idealfall dann, wenn ich umgezogen bin und dann... Baby. Rain, come on. What? We're Mirage Keepers. You're gonna let him just swim away? Yeah! Then you're doing exactly the right thing. Oh. Yeah. Young Mirage Keepers. Ja, genau, die können beide wieder. Mantis here tells me that you saved his life. I thank you. It talked with words. Oh, a talking the Mirage. Seriously? No. Tell me what a pair of keepers like you are doing all the way out here. Well. Ich liebe es. And then I shall help you find this Babel. You are free to ride Babel. On my back. Dude, are you sure? Oh yes. Oh yes. I'll be your fast craft, or my best approximation of what a fast craft is. Oh, ich will das Kleine wieder haben. Das ist süß. Pachu. Genau, Pachu. Hi Alarm! Die Megalodons im tiefen Meer sind stark und gefährlich.
Bei deiner ersten Begegnung mit einem von ihnen wirst du vermutlich unterliegen. Also weiche ihnen lieber aus und komm wieder, wenn du etwas besser im Training bist. Okay. Now, off we go. Hui. I know little about the world above. Something swimming around over there. I don't like the look of it one the bit. Das ist wohl die zweite Version von unserem Hai. Does this not remind you of anything? Hey, let's try touching it. Oh, please don't. Ja, lass es uns anfassen. Kannst du die Geschichte weiter erzählen? Tut mir leid, dass ich dich unterbrochen habe. Komm schon. Was that? Oh, real actual people. Guck mal. Who are you? Oh, my bad. My name's Riku. Riku! Zumindest ein Final Fantasy 10 Charakter, ja. Man. Wir sind so nah an Tito, so nah. Because I was having a great day of treasure hunting. I'm a good swimmer, so it's no biggie. But I was really starting to get pooped. Ah, guck mal, jemand ist weifel. Ich will auch ein Hai streicheln. So, is there some story behind all this? Ich find's gut, dass der Mini-Riku immer noch diesen Tanga-Dingsbums hat. More the merrier. Enjoy the cruise. Thank you. Man, how totally awesome are you Mirage Keepers? It can't be easy befriending an Adamantus. Honestly, Adamantine. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal in einem der Spiele gelesen. Oh, so you're trying to get to the Babel region, right? You need to set a course that way. Ja, Schildkröte, los. Let's go. Kann die auch Turbo? Vielleicht? Wow. So, shall we be on our way? Off we go. Take it away. Which way do we go from here? Well. Es geht nur geradeaus. Also. Bleib mal kurz hier stehen. Juhu, ab durchs Tiefenmeer, jawohl. So. Ich bin ja ein bisschen vorsichtig, weil ich möchte. Muss nicht sein. Glaube ich. Also wenn die wirklich stark sind, dann muss ich mich jetzt nicht kaputt hauen lassen. Außerdem mag ich ruhige Kaffeefahrten, glaube ich, ganz gern. 100 Buchung to go. Go, Chris! Heute schaffst du es noch! Oh. Du kannst nicht O machen und dann nicht weiterreden! Warte, ist das Besaid? Von Item könnte ich das umsetzen. Ne, Regenbogenbucht. Okay. Tut mir leid, ich sehe Final Fantasy 10 Gespenster. Chapter 10. Too warm a welcome. Kann ein Empfang zu warm sein? Oh, jetzt verstehe ich, warum Regenbogenbucht. Okay. Du schaffst das, Chris. Woo-woo. Go, Chris. Thanks for all the help. Nonsense. Können wir Riku mitnehmen? No trouble at all. Thanks for showing us the way, Riku. No problem. I needed a little breather anyway. So, where are you headed from here? Hey, there's this place I've been trying to reach. Would you mind if I hitched a ride a bit longer? Sure. I must head back myself. Not a problem. Thanks a bunch. Okay. Dieses Grinsen bei ihr, das sieht so komisch aus. Totally awesome treasure hunting. Also wäre schon geil, wenn ich fertig werde, bevor du fertig bist hier. And be careful. See ya. Bye, Adamantus. I'll come back and imprison you one day, don't you worry! Alter, das ist nicht okay zu sein. Well, first, why don't we look for a Tschüss, ich werde dich eines Tages einsperren. Tschüss. Das ist nicht nett. Das ist echt nicht nett. Oh, guck mal, das ist eine Truhe. Will ich haben. Hier ist auch noch was. Ja, irgendwas versteckt? Nein? Oh. Nein, der kann nicht zu warm sein. Ich wollte schon sagen, ein Empfang kann nur genau richtig sein.
Oder nicht vorhanden, wie in da, wo Chris wohnt. Speichern. Ich muss mal ganz kurz aus Neugier gucken, ob ich... Ich hab's verstanden. So. Ob ich Sachen neu stapeln kann. Beziehungsweise ob das Sinn macht. Ja, nur Tama ist, glaube ich, besser aktuell. Ja, lassen wir das mal so. Wir haben nur zwei El-Miragen. Dann wird das auch so passen. Wie steht's denn hier? Also hier haben wir Vitra, was ich halt echt gut finde. Ich glaube, das behalte ich auch erstmal so. Wenn die... Wie haben wir denn? Oh, das macht sogar gar nicht mehr so viel Unterschied. Look at that. To know. Dann würde ich tatsächlich unsere Rain groß lassen. Und Lan bleibt erstmal klein. Drachenschluchten, das klingt nach Drachen. Kann ich bitte einen doofen Drachen haben? Oh, daran erinnere ich mich auch dunkel. Entschuldigung. Ich wollte euch nicht lautstark mithören lassen, wie ich mir mein Getränk eingieße. So. Dann mal los. You don't want to take a spill down these the cliffs. Oh, come on. How old do you think me and Rain are? Hey, Lon. Slapstick's less funny if you die from it. Muss ich auch zugeben, Witze sind nicht so lustig, wenn es den Tod mit sich führt. Oh, guck mal. Das ist ein anderer Sam. Stein. Gib dir gleich Stein. Stein ins Gesicht. Chabam. Oh, Kollege will sich fangen lassen. Die Frage ist ja, das ist dasselbe wie unseres, oder? Aber die Frage ist, oder was macht den Unterschied? Ist das ein anderes? Oder ist das nur eine Mittelentwicklung? Level up. Wie heißt es? Todesauge. Eine magische Bestie mit einem großen blutroten... Hä, das ist gelb. Das eigentliche Auge ist gelb. Erinnert auf den ersten Blick an eine Tomate. Ob seine Tränen noch nach einem berühmten Cocktail schmecken? Ich lasse es mal so. Das erste, ich kann ja alles umbenennen. Und pack den... Bei Seraphi, weil ich glaube, der ist nicht neu. Ich behaupte es einfach mal. So. Ups. Paths here are treacherous. Yeah, watch your step, or you. What the? Oh. Wow, it's even funnier the second time. Ich liebe es. Es ist, auch, ist hier, es ist halt auch noch so schön synchronisiert. Es ist, ich finde, das Spiel passt von vorne bis hinten. Einige werden sich bestimmt jetzt fragen, warum spielst du das eigentlich nicht auf Japanisch? Weil japanische Stimmen sind so viel cooler und überhaupt. Das hat hauptsächlich den einen Grund, dass ich Tidos Stimme auf Englisch mag. Es gibt keinen anderen Grund. Ich kenne meine Stimme nur auf Englisch. Vielleicht ist er nicht neu, aber mit Perwoll gewaschen. Aha. Kannst du den Witz in 5 Minuten nochmal erzählen? Dann ist er bestimmt noch lustiger. Ah. Läuft mir nichts wieder. Nice. Da oben. Geht's da oben weiter? Oh, ein Nest.
Oh, Supertränke. Das ist, das könnte hilfreich sein. Ich glaube, ich werde es gleich brauchen. Wisst ihr, was verrückt wäre, wenn wir auf diesem Drachenpfad einem Drachen begegnen? Das wäre richtig verrückt. Manche würden sagen, es ist rund. Einfach rund. Oh, guck mal, da hinten ist er tatsächlich einer. Ja. Which would make you one strange dragon, but I agree. The mirages we're facing have been getting tougher and tougher. You then need to learn to exploit your mirages' elemental resistances. Ah, toll. You want us to blow them up? Wir sollen unsere Miragen in die Grundschule schicken. Oh, wie doof. Oh, wie doof. That's clearly what you've got. Okay, das führt mich jetzt wahrscheinlich eher ans Ziel. Aber ich gehe erstmal zu den Drachen. Guck mal, Drachen auf Wölkchen. Und alles ist Wölkchen. Oh. Wir haben gleich Todestod. Die Trasse ist irgendwie nicht so viel besser, als ich dachte. So, Analyse. Dann schauen wir mal. Verursache Zustandsveränderungen. Okay. Das können wir hinkriegen. Sturzkralle. Sie kann das nicht. Aber unsere Todeskralle, rechte Kralle, however, die kann sowas. Hier, Schlaf. Easy! Wir haben Klasper! Victory. Wenn Klasper jetzt nicht antwortet, nenne ich ihn Klappspaten. Elektrodrache. Dieser Drache hat keine Beine, sondern bewegt sich auf einer Gewitterwolke fort. In einem Kampfstapel dürfte der Elektrodrache also für seinen sehr interessanten Drachenritt. Für einen sehr interessanten Drachenritt sorgen. So. Wir nennen ihn, weil Klasper sich nicht meldet, nennen wir ihn Klappspaten. Klapp. Yeah. Klappspaten. Nein! Na gut, dann ist es der Klappspate. Ist mir auch egal. So, bestätigt. Ich bin mir sicher. Whee. Mitnehmen. Ich alle noch. Bin mir halt fast sicher, dass ich kein Elektrovieh brauche erstmal. Sorry. Klappspate. Macht schlagfeste Angebote, die man nicht abschlag. Ah. Boah, der Tune ist fancy. Oh. Dass ich da nur rüberfliegen könnte, zeigt mir, dass ich auf jeden Fall zu diesem Drachen gehen sollte. Hallo, Freund. Zeig mir deinen Schatz. Hallo. Der wird uns jetzt töten. Das wird schön. Oh, natürlich sind es zwei. Warte, ich kann die fangen. Jetzt for real. Ah, lande einen Volltreffer. Oh, das ist ein Elektrodrache in ausgewachsen. Das finde ich jetzt schon cool. 100% Schwäche gegen Feuer. Schwer. Wäre ja eine Schande, wenn... Oh, ach so, 100% Resistenz. Oh, ups. Hä? Oh, ein Volltreffer. Let's go! Meins! Sei mein! Au! Hör auf mich zu töten, bitte!
Ah. Der Sephiroth-Mucke wird alles besser. Ja! Ich habe ein riesiges Vieh. Woo! So. Dann zeige mal. Ah ja, guck mal, das sind direkt zwei Seiten. Diese Drachenart findet man überall in den Drachenschluchten. Sein Körperbau ist schlank, aber sehr muskulös. Doch nicht nur seine physische Stärke ist enorm, auch seine Feuermagie ist richtig heiß. Zeit für Fana Pfirsicheistee. Woo! Selbst Frühstück ist mit Sephiroth-Musik epischer. Ja, alles ist epischer. Oh, guck mal, der ist so klein und schwach noch. Y? Ah! Blitzra, Feuer. Oh. Er ist der rote Drache. Okay. Er kann zerstören. Flare Star, Rotzahn, Feueratem. TP. Oh. Ist schon sexy, ne? Gut. Wie nennen wir den Kollegen? Du kannst den Text nicht, bevor du Woff durch hast. Für Sephiroth? Warum sollte ich den können? Was wetten wir denn? Was ist denn der Einsatz und was wetten wir? Und wie nennen wir den Kollegen? Das ist noch die viel größere Frage. Ich würde gerne um Mac and Cheese wetten. Also die ich so gerne esse, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Was ist das überhaupt für eine Sprache? Latein. Eminias Validitis oder so. Oh, kritisch. Drache, darf ich da sein? Ja, du darfst der Drache sein. Ja, wunderbar. Du darfst der Drache sein. Ich glaube, dich nehme ich sogar mit. Weil du hast gute Sachen. So, herzlichen Glückwunsch. Du bist der rote Drache. Ja. Das Problem ist, wenn wir darum wetten und ich jetzt nicht schaffe, dann müsste ich ja ihm ein Cosplay zahlen. Und das ist aktuell für mich finanziell nicht vertretbar. Deswegen lass uns um was Kleines wetten. Sorry, Sabi. Bitte erzähl dir das keiner. Oh, ja. Stimmt, es ging ja noch um einen Truhe. Balancehalter, sehr schön. Schub. Der Text ist halt legit 90% das gleiche, ich weiß. Wie und Wedi-Divi und dann Sephiroth. Herr Pfanne-Eistee, der Medirane Pfirsich von Tekan schmeckt wie Pfanne-Eistee. Und zeig es raus. So, los geht's. So, jetzt gehen wir ein paar Augen dreschen. Ich wollte gerade sagen, ich werde den Abend mit Zeichnen verbringen, aber das geht nicht, weil ich schlafen muss. Ich bin traurig. Und ich bin morgen... Oh, ich bin morgen lang weg. Leben ist so schwer mit Sozialleben. Level up! So, Sivega, guck mal, du bist schon Stufe 6. Ist doch schön. So schnell kann es gehen. Dann ist er schon fast nützlich.
Sollen wir gleich mal gucken. Also von den Fähigkeiten her fand ich das sehr viel cooler als die rechte Hand oder so. Oh. Mal hier runter. War das jetzt doof? Nicht? Mal hier runter. Oh, das war richtig gut. Drei Äther. Mal hier runter. Noch ein Türchen. Heilmittel. Boah. Steine kloppen. In der Farmer. Woher kommt das jetzt? Mein Kopf ist echt nicht mehr bereit zu holen. Boah, Leute. Ich habe heute den ganzen Tag versucht, meinem Ausbilder aus der Abteilung gerade mein Portfolio zu zeigen, ne? Könnt ihr glauben, dass es den ganzen Tag nicht funktioniert hat, weil er immer irgendwie busy war? Das ist unfassbar. Ich bin sogar länger geblieben, weil ich gehofft habe, ich krieg den nochmal nach Feierabend noch irgendwie so eine halbe Stunde, aber nee. Keine Chance. Heute war echt schlimm. Aber ich habe heute erfahren, dass die Messen, die wir besuchen können, sollen, dürfen, sind jetzt in Stein gemeißelt. Dürfen wir. Ich freue mich sehr. Es gibt da so hier in der Gegend so ein paar Messen über Drucktechnik und so ein Kram. Da bin ich so gerne. Es macht so viel Spaß. Vor allem aber macht es aber Spaß, weil ich halt immer zu all den Ständen hingehe und denen irgendwelche Sachen abluchse. So, Tama, could you tell us more about exploiting resistances? Ich verstehe Elementarresistenzen. Would you stop? Oh. Right. Where the was? Dann lasse ich Tama mal reden kurz. You may have noticed the mirages here like to the fight with fire. But if you put mirages with high fire resistance in your stacks, you can reduce the damage you take from flames. Ja, das macht Sinn. Das habe ich schon irgendwie verstanden, aber warum muss man da jetzt so ein Thema draus machen? Aber es ist schön integriert. Es ist ein schön integriertes Tutorial. So, Sam hat uns wieder rüber. Oh, jetzt habe ich nicht gesehen, was ich gekriegt habe. Naja, kann nicht so wichtig sein. So, was sagt die WhatsApp-Gruppe? Okay, ich muss mit Mozzie wohl einen Schlenker machen, damit wir nicht allzu früh kommen. Oder ich gehe mit ihm einfach noch einen Kaffee trinken. Das klingt auch gut, Kaffee. Oh nein, ich muss gleich Kleingeld suchen. Ich habe nämlich kein Kleingeld mehr für Kaffee. Ich habe heute schon 50 Cent gepolt. Oh. Ist morgen ein anstrengender Tag? Bin nicht sicher. Ich habe gerade irgendwie mein Kram nicht im Kopf. Ich könnte morgen mal die Druckdaten für mein Ausbildungsheftchen da schicken. Dann wird das auch mal gebunden. Wir haben eine Abteilung, das ist Kreation und Produktion. Da geht es halt darum, um Drucktechniken und sowas zu lernen. Aber halt auch so die kreative Seite so von Gestaltersicht halt zu machen. Und weil ich halt schon sowieso schon eigentlich Gestalter bin, habe ich da etwas mehr Zeit in dieses Büchlein investiert. Und im Buch stehen halt so Sachen wie, was macht ein Medienproduktionär, was ist dem sein Job? Was sind verschiedene Druckverfahren, Offsetdruck, Digitaldruck, Tiefdruck, Hochdruck, bla bla. Und ich habe da halt alles von Zielgruppe und Kreativtechniken und sowas drin. Und mein Ausbilder war so großzügig, mir zu sagen, hier, wir machen drei gebundene Ausgaben davon mit Hardcover. Und der bezahlt das auch, zumindest einen Teil davon. Ich bezahle nur einen kleinen Teil. Und das ist halt echt cool, weil es ist für mich gut zum Lernen und andererseits ist es halt sehr, sehr schön, dass man die Arbeit so gewürdigt bekommt. Was willst du denn? Eine Flauschblume? Eine Flauschblume hätte ich auch gern. Das klingt gut. Ich habe morgen Sonderurlaub, also habe ich theoretisch Wochenende. Ich mag Hochdruck, bei Tiefdruck kriege ich immer Kopfschmerzen. Dude, it all makes sense now. Hä? What? The elemental resistance. 50 Buchungen to go. Yes, yes, you yes. Follow that? So close. Oh, sure. Basically, we need to imprison as many of the mirages around here as we can. Whoa. What? You're the right.
Wie überrascht sie sind, dass er recht hat. What to do, even if you didn't understand the whys. I'm a man of action. I'm a man of action. That much is the obvious. Good luck. You can do it. No one in her right mind would put. Boah, ich war ja auch schon in der FIBU bei uns auf der Arbeit. Und wir haben ultra viele Reisekosten. Und weil wir viel fliegen, weil irgendwelche von unseren Wissenschaftlern halt immer zu irgendwelchen Tagungen fliegen, gab es manchmal 30-seitige Lufthansa-Rechnungen. Das war spaßig abzurechnen. Das war ganz toll. Würde ich jederzeit wieder tun. Yeah. Gehöre nicht in die Buchhaltung. Das kann nicht gut für mich sein. Ich habe angefangen, mit mir selber zu reden. Also das tue ich beim Lernen auch, aber sonst halt nicht. Ich glaube, das ist ungesund. Oh, guck mal, der Duo-Dino oder Duo-Exe, whatever, in... Warte, das ist... Warte, das hat... Ach, das hat einen Stein auf dem Kopf. Okay. Ich dachte, das wäre was Süßes. Uah, hör auf zu sterben. Wow. Stop. So. Ist mir egal, ich nenn's du, Dino. Nein, nicht alles wie immer. Aber in der Buchhaltung war das halt schlimm, weil ich neben zwei Leuten gesessen habe, die halt angefangen haben, mit sich selber zu reden. Und der eine halt immer so halt am Fluchen. Und es ist total komisch, wenn man da eine Weile sitzt, man gewöhnt sich das selber an. Das ist mega blöd. No trouble at all. That wasn't so bad. Ich werde nie wieder andere Miragen benutzen, einfach weil die anderen viel besser leveln. Ich schätze aber, die einige werden andere demnächst überholen. So. Oh, ich hab noch mehr Gegenstände. Spaceman. Wie Hydra. Ach so, die grünen und zweiköpfig Bi-Hydra, ich verstehe. Komm, starte mal ganz kurz. Ja. Aber es fehlt nicht mehr viel, dann bis es lukrativ ist. Aber wir haben ja sowieso jetzt gerade erstmal hier, ne? Die sind halt trotzdem immer noch echt stark, so. Problem ist, der Drache kann halt noch nichts, ne? Lass es mal drauf ankommen. Fluchen musste ich heute auch einmal, hab plötzlich fast grundlos Scheiße geschrien, hab meine Jacke ausgezogen, in die Ecke geworfen. Oh. Aber auch nur fast grundlos. Hallo Drachi! Hallo! Gibst du viele Erfahrungspunkte? Ich hoffe's. Dominik, du hast jetzt übrigens Kitzeln gelernt. Ist das nicht toll? Ich dachte, du wolltest das vielleicht wissen. Ah, jetzt habe ich mein Dings nicht mehr. Mein Doppelschlag. Das ist natürlich doof. Vitra. Nicht gut. Guck, ich kann den Text quasi. Gib uns wieder Erfahrungspunkte für unseren eigenen Drachen. Juhu! Tam hat was gefunden. Was ist es denn? Tam. Was? Irgendeine Drachenschuppe. Mel24 drückt viel zu schnell Textboxen weg.
Oh. Gibt's wieder einen Schatz? Schatz! Gib mir Geld! Hab gehört, wetten um was zu essen. Oh, fair. Da gehe ich mit. So, hier ist noch ein Drache. Natürlich. Der blockiert natürlich auch den Weg. Ich krieg das mit dem Sephiroth hin. Nichts leichter als das. Oh, drei Drachen. Jetzt wird's aber gefährlich, du. Ich hätte gerne irgendwie so ein AOE. Ah, guck mal. Nah dran gewesen. Vielleicht muss ich mir einmal die Bedeutung durchlesen, was das hier alles heißt. Dann kann ich mir nämlich besser merken. Nein! Ungut! Sehr ungut! Schlaf? Ja, okay, das ist schon mal einmal weniger Schaden, was wir das kriegen. So, stapeln! Das klingt ganz anders als das, was hier steht. Ah, Live-Version. Yeah. Das ist Wandering Angel. Das ist die Advanced Children-Version, ne? Advent Children. Wandering Angel Lyrics. So, jetzt geht's los. Ah, siehst du, das ist nämlich was ganz anderes. Das ist nämlich Noli Manere, Manere in Memoria. Noli Manere, Manere in Memoria Sephiroth. Ja. Sephiroth. Ja. Also Flair finde ich schon cool. Hätte ich auch ganz gerne. Manimero Manometer Mau. Mario Manomera. Manu, Manu, Manu. Manu, Manu. Manometer. Sephiroth. Ich erinnere mich immer gerne an diese 2 Minuten lange Sequenz, die Sephiroths Superattacke gedauert hat. Das ist doch das Beste an Final Fantasy VII. Supernova! Genau. 4500, das ist schon... Ich glaube, das ist viel Erfahrung. Glaub? Könnte eine Dialogzeile sein. Manometer, Sephiroth. Ich lieb nicht. Mach du das mal. Gut versteckt. An vielen Orten gibt es versteckte Areale zu entdecken, in denen du auf seltene Miragen treffen kannst. Jawohl. Bei einigen Arealen musst du allerdings erst bestimmte Bedingungen erfüllen, um zu ihnen gelangen zu können. Es lohnt sich oft später nochmal wiederzukommen. Bin ich jetzt in so einem besonderen Areal? Wow! Okay. Hallo! Das kann nicht schief gehen! Oh, I don't know about this. I'm not scared of you. Wenn der Feuer will, okay. Habe ich sowas? Okay. Der tut auf jeden Fall ein bisschen mehr weh. Wind geht auch, oder was? Nein. Okay. Gut, dann kriegst du hier Fuchsfeuer. War noch nicht genug? Wieso hat er hier so Dubstep-Remix? Was ist hier los? Nochmal kurz.
Feuer, Eis und Blitz. Moment, brauche ich die? Muss ich die alle benutzt haben? Also Feuer, Eis und Blitz? Oh nein, das ist schwierig. Ah, okay, Items gehen auch, okay. Gut, dann gucken wir mal. Habe ich denn Wasser, Grünwasser, Eis? Ich wünschte, ich hätte das sortiert. Erde? Ich glaube, ich habe keinen Blitz. Das ist jetzt ärgerlich. Das ist schlecht. Willkommen zurück, Mossy! Das waren drei stressige Runden, wohl. Glaube ich sofort. Mossy, wir müssen wahrscheinlich morgen irgendwie noch einen Kaffee trinken gehen oder so. Oder von mir ist auch ein Cocktail, bis Chris fertig ist, beziehungsweise daheim. Ja, ich habe nur Wind. Verdammt. Kann ich ihn? Ich will nicht, dass der verschwindet. Oha. Kannst du das bitte nicht tun? Ich will den nicht kaputt machen, wenn er nicht wiederkommt. Kommt der noch? Also ist der dann weg, wenn ich ihn kaputt mache? Also ich meine, es wird jetzt sowieso ein längerer Kampf, aber ich will den nicht kaputt machen, wenn er nicht wiederkommt. Soll mein sein. Ich will den haben. Der sieht cool aus. Weiß das einer zufällig? Ja, okay. Das war mein Magen. Okay. Ist er jetzt noch da? Ist er noch da? Ja gut, er ist noch da. Gut. Dann bis später, Kollege. Ich komme mit Items wieder. Ach, du gehst schlafen schon. Okay, dann gute Nacht. Schlaf gut. So. Gut. Dann gehen wir mal den Weg, den wir gehen sollen. Und zwar den hier, glaube ich. Sieht richtig aus, ja. Oder andere Stapel. Ja. Aber ich glaube, ich habe noch keinen Stapel der Blitzmagie kann, tatsächlich. Also ich würde es erstmal mit Items versuchen, weil mein aktueller Stapel ist halt, also die sind halt echt gut und mit denen kann man halt echt gut arbeiten. Wenn ich mich recht erinnere, kann man, wenn man die besiegt, später nochmal kommen, aber frag mich nicht, wie viele Stunden vergangen sind. Oh, ja gut. Ich gehe jetzt mal kein Risiko ein, ich werde jetzt wahrscheinlich auch nicht gleich nochmal zurückgehen, weil ist ja schon echt spät. Ich gehe mal davon aus, hier am Ende vom Pass kommt noch ein bisschen Story. Außerdem muss ich ja noch gucken, ob ich hier irgendwelche Punkte verteilen kann, also Fertigkeitspunkte. Fertigkeitspunkte. Und, müssen wir mal gucken. So, warte mal. Geht's denn hier weiter? So. Wo geht's hier weiter? Geht's hier weiter? Ah ja, du wolltest ja eine Flauschblume. Habe ich eine Flauschblume? Ich habe keine Flauschblume. Gut, wir gehen die Flauschblume suchen. Flauschblume! Ah, da war sie nicht. Bestimmt irgendwo noch einen Weg nach gegangen. Flauschblume! Boah, da gab es doch dieses Lied Eisblume. Daran muss ich gerade denken. Flauschblume! Aua! Könnt ihr bitte aufhören? Ich habe das Lied übrigens gehasst. Keine Ahnung, warum ich es jetzt gerade im Kopf habe. Bitte die Subway to Sally Version. Was habe ich denn damals gehört? Da gab es eine ganz, ganz schlimme. Die war auf irgendeiner Bravo-Hits drauf. Also Bravo-Hits verrät uns schon, dass es qualitativ nicht so geil war, aber... Das ist das, woran ich mich erinnere. Aua. 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 Aber wir halten uns. Huh.
Die Version von Eisdummstag. Ja, tut sie auch. Ich finde jede Version aber schrecklich. Nein, weil die Hauptversion mich schon so abgeschreckt hat. Also, nee. So, das war der Weg zum Viech, ne? Ja. Sag mir aber nicht, dass da Lauschblume ist. Wäre schlecht. Eslume war so ein möchtegern Goth Girl, wo Mädels anfingen, sich Goth zu kleiden, weil es cool war. Ich hätte kotzen können. Ja, wirklich. Ist halt so irgendwie Classic Goth Emo Phase irgendwie. In musikalischer Ausführung. Ach Gott. Das waren Zeiten. Ich vermisse ein bisschen mein Emo, ich. Ein bisschen vermisse ich. Allerdings habe ich jetzt sehr viel mehr Spaß im Leben. Das ist halt der Vorteil. Irgendwann hole ich mir ungelogen so eine schwarze Wig und style meinen Emo-Style von damals nach. Und dann kann ich wieder ein bisschen fühlen. Dann fühle ich wieder, dass es doof war. Und dann kann ich das beruhigt wie ad acta legen. Wenn ich mal irgendwann günstig an eine schwarze Wig komme. Ich tobe mich ja gerne an günstigen Wigs aus, weil ich die so schön kleben kann und so. Dann mache ich sowas mal. Magen, sei still. Du hast nicht mitzureden. So. Da war ich schon, ne? Bin fast sicher. Just to be safe. Ja, war ich schon. Ja, ja! War ich hier schon? Was kann ich für dich tun? So Artist-Geräte einfach ganz stumpf fragen. Hey, Puppe. Nee, danke. Aber nett von dir. Nein. Musst du essen? Nee, ich mach mir gleich mal Marmeladentoast. Marmeladentoast ist eine Stunde, stell dir vor! Ich weiß, aber ich kann das nach dem Stream machen. Danke dir trotzdem. Oh, guck mal, da hat ein Drache mit dem Drache gestapelt. Ist das nicht schön? Ja, ein Drachenstapel. Der Drache hat einen Drache auf dem Kopf und der hat einen Stein auf dem Kopf. Nö, sonst müssten es drei Drachen sein. So wie Schere, Stein, Papier, nur Drache, Drache, Stein. Ja, die rechte Hand. Nicht unfreundlich, ja? I've got this. Wupp, hatte Ketchup zu meinen Pommes. Jetzt habe ich die Darmkrämpfe. Ich liebe meine Allergie, bei der ich nicht sicher sein kann, wie mein Körper reagiert. Scheiße. Oh Mann, ich hätte jetzt auch gern Pommes. Pommes hätte ich Bock. So richtig schön belgische, dicke Pommes. Ich mochte meine Zeit, wo ich aktiver in der Goth-Szene war. Die Leute bei uns waren aber auch gefühlt ein Happy Family, mit denen man verdammt viel Spaß hatte. Ach, voll schön. Ja. Ja, so ist das. So, wir werfen erstmal. So. In der Hoffnung, wir schmeißen den Stapel da um. Kitzeln. Das hat ja viel gebracht. Oh. Oh, das ging gut. Ging richtig gut. So, wen greifen wir denn mal in zwei Runden zuerst? So. Das heißt, wir haben den ersten schon mal durch. Dann müssen wir den Elektrodrachen als nächstes zielen. So, der geht nämlich schneller tot als unser roter Drache. So, perfekt. Bin ich eigentlich noch in einem Team oder wurde ich ersetzt? Du bist noch da. Also jetzt gerade nicht, weil ich durchgemischt habe, weil ich große Version bin. Aber dein großer... deine große Evolution ist noch da. Nur halt in der Kampfausstattung B sozusagen.
Oder eher H wie Biene. Nee, Murkel. M wie Murkel. Also Kampfausstattung N. Ja! So, wunderbar. Yeah, Level Up! Warte. Kampfstapel. Da, da bist du noch. Und du bist ein großer, böser Metallgolem. Mithrilgolem? Irgendwie sowas. Dich gibt's auf jeden Fall noch. So, hier gab's keine Flauschprobe. Wie im Real Life, da bin ich auch groß und böse. Ja, das bist du. Und furchtbar angstentflößend. Alles eingebucht! Woo! Yay! Wir können einen Stream darüber feiern. Woo! Hätte ich jetzt Sekt, würde ich einen Korken knallen lassen. Aber ich krieg erst morgen Sekt. Morgen werden 3 Flaschen Sekt gekillt. Woo! No limits. Hey! Läuft gut in der Küche, wie ich höre. Ah, guck mal. Ah, nee. Hier komme ich nicht lang, weil ich keine Flauschblume habe. Wo kriege ich die her? Ich konnte bestimmt vorher irgendwo abbiegen und bin da nicht lang gegangen. Aus unerfindlichen Gründen. Ansonsten gehe ich jetzt gleich zum Eingang und wir machen das nächste Mal. Ansonsten mal endlich alles frühzeitig fertig und Mods. Nice. Jetzt sag nur nicht das Programm abziehen. Das wäre jetzt bitter. Ich zitiere dich morgen, by the way, andauernd, wenn du keine 3 Sektflaschen trinkst. das wird noch mein Verhängnis. Ich sehe schon. Ich sauf denn doch keine 3 Sektflaschen weg. Aber ich werde zur Sicherheit mal O-Saft einkaufen. Jetzt mal aufhören, meine Vieh. Oh nein, sind ja auch noch alle verwirrt. Kacke. Das ist schlecht. Schon besser. Wir sind trotzdem alle verwirrt. So. Vitra. Ich finde das System mit den Aktionspunkten echt gut, by the way. Weil man hat nicht. Weil die regenerieren sich ja pro Runde. Also ist eine gewisse Schwierigkeit dabei, das zu managen, aber ich finde das cool. Nein, seid nett mit mir. Ich habe noch gesagt, wie groß die Flaschen sind, oder? Ist, nein, aber es sind die 3 Flaschen, die bei meinem Kumpel stehen. Deswegen sind es wohl normal große Sektflaschen. Ihr habt doch eh nichts davon. So. Bin ich hier schon lang gegangen? Ja, da geht's wieder nach oben. Letztes Mal, ich gehe erstmal in den Eingang zurück. Weil ich weiß nicht, wo die Flauschpumpe ist. Doch, unseren Spaß. Toll! Freut mich, wenn ich euch zu Diensten sein kann. Ich finde das nicht nett, wenn man Spaß auf anderer Leute Kosten hat. Ich bin nämlich immer vernünftig und habe nie Spaß auf anderer Leute Kosten. Du weißt doch gar nicht, worum es geht. Ach so. Guck mich nicht so böse an, du Flattermann. Predictable. So. Sicher mal. Und das aus Mels Mund, was? Ich verarsche nie andere Leute und ich habe auch keinen Spaß daran, wenn andere Leute leiden. Das ist eine fiese Behauptung, die ich nur verneinen kann. Keine Ahnung, wo diese doofe Flauschbrumme sein soll. Ich kann da nicht hochklettern. Okay. Weiß nicht, weil sie stinkt. Ich finde es voll schade, ich habe bei Kickstarter dieses Kartenspiel von ASDF Movie bestellt. Die Karten sind noch fast fertig, aber die Fabrik ist in China und das wird dauern wegen Coronavirus. Oh. Wäre so geil für morgen gewesen. Oh. Naja. Oh, Chris, bist du noch da? Habe ich dir eigentlich jemals
Ah, oh, die zeige ich dir gleich. Zeige ich, wenn ich groß bin. Ich habe nämlich auf Wishbox bestellt. Spielkarten. Fancy Spielkarten. Schon, ist schon eine Weile her. Ich weiß nicht, ob ich dir die mal gezeigt habe. Naja. Ich denke, wir kommen auch ohne Spielkarten klar. Ansonsten, ich habe Uno. Also, ich habe ja immer Uno dabei, von daher. Ich glaube, wir sind safe. Wir werden uns annehmen. Ja, die Schwarzen, genau. Kennst du das Country? Nein, nö. Habe ich noch nicht von gehört. Aber wie gesagt, ich habe ansonsten Uno. Well, that ought to do it. Es wird einem nie langweilig, wenn man Uno dabei hat und man findet auch immer Freunde. So, bin ich da schon lang gelaufen? Ja. Pack dann mein UNO-Spiel hier aus und ziehen die bei Karten. Pff, die waren sexy. Ja, ja. So. Spiel schon. Krieg dir mal einen Trailer auf WhatsApp. Kannst du nach dem Stream schauen. Nice, danke. So, jetzt bevor ich hier aber irgendwie was ausmache, muss ich hier noch, muss noch mal kurz meine Miragen angucken. Mal kurz die Aktionspoints checken und gucken, was geht. Ich fürchte nämlich, zum Beispiel, Dominik wird bald unser Team verlassen, weil es sich nicht, weil er sich nicht so bald weiterentwickeln kann. Ich glaube, da gibt es ein paar Limits. Aber noch ist ein Doppelvita Winner. Speichern, speichern. Ja. Ja, ich weiß, ich muss gleich doppelt speichern. Was ich auch noch vorher mache, weil da werde ich nächste Woche nicht dran denken, dass ich mir Elemente hole. So, allerlei Wissenswertes, bla 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 bla. So. Miraborde. All aboard. So, ausweichen. Vita-Stärkung. Nicht gut. Synchronitätsbonus. Vielleicht ist Dominik noch nicht so bald raus. So, Tama. 4. Halt AP bei einem Volltreffer. Finde ich nicht schlecht. Ich glaube, das mache ich jetzt mal. So. Mozzie. Mozzie kann sogar noch größer werden. Stärke plus plus. Go! Nicht richtig ornate. Tom. Uno ist immer emotional, auf jeden Fall. Rotes Tod. Oh, das ist aber nicht so nett. So, noch ein Stein und dann können wir uns vielleicht hier was angucken. So. Mike. Kahn. Ja. Stärke. Racherstoß. Gut. Mel. So, ich snack mir jetzt was und gehe die Tasche packen und unter Le Schauer. Das mache ich auch gleich. Das mache ich dann nach dem Strömen. Erstmal unter die Dusche, dann kann ich mir was snacken und dann... So. Oh! Oh, wir können Mel entwickeln! Oh, guck, wie süß sie ist! Fruttet! Guck, wie knuffig die ist! Oh. 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 Oh, ich mag das. Das ist wirklich voll süß. Eine Mini-Mel. Bin übrigens nicht ich Mel, immer noch ist eine andere Mel. Weil ich bin nicht gemeint. Weil der Plan ist, weil du kommst mit ins Bad, ich gehe auch mal schauen. Hä? Verstehe ich nicht. Wie ging das nochmal mit dem... Bin ich nicht am Tor? Doch, ich bin... Ah, nee, ich warte. Nee, will ich nicht wegpacken. Nein! Komm zurück.
Untermenü. Warum ist das so umständlich gemacht? Ich würde gern. Fuck, wo ist das nochmal? Ah, Metamorphose. Ah, aber guck mal, wie süß sie ist. Und sie hat so ein süßes Gesicht und süße Äugchen. Und sie hat voll das Schmollgesicht. Ich mag sie. Oder einfach kombinieren, unter die Dusche Tasche packen und sich ein Butterbrot snacken. Ich bin ein Genie. Das will ich sehen. Ah, falsch. Okay, also wir haben Frodesh. Was können wir denn bei unserem Vogel noch machen? Volltrefferboost. Da haben wir noch ein Miraboard. Oh, Engel, das ist super gut. Ja, den Pfad gehen wir definitiv weiter. Hatten wir schon. Hier, Sevega. Zerstören. Ozean, TP++. Stärke++. Widerstand Feuer. Feuerer. So, Feuerarte. Es geht sogar noch höher, theoretisch. Und Volltreffer plus. So. Okay. Stärke. Ich muss die Stufe 20 erreichen, ist ja nicht mehr weit. Präzision, Volltreffer. Dann haben wir das Miraboard von Entchen fast voll. So, und der kleine Feuerspatz. Todesschnabel. Ausweichen. Muss zerstören. Oder unter der Tasche duschen. Oh ja, das ist natürlich auch eine, das ist auch eine Möglichkeit. Dusche to go, Leute. Die Idee. Er könnte sich jetzt auch entwickeln. Kann aber auch zur Todesau. Okay, das heißt, wir können unter dem Mirage ein Level aufsteigen, aber auch so die Klasse wechseln. Das heißt, wir haben mit dem unserem Ariman auch ein Todesauge. Ich bin mir aber fast sicher, dass es das am Ende dasselbe ergibt. So. Mirasteine. Guck mal, dann haben wir jetzt hier einmal Feuer und Präzision. Sehr schön. I like that. Geht's noch eben zum Shop? Damit ich das auch erledigt habe. Dann speichern wir und dann ist auch schon für heute Schluss. Ich liebe dieses Spiel. Das macht so viel Spaß. Ich habe das wirklich selten so, dass ein Spiel mich so begeistert, dass ich das auch gern spielen möchte. Ja, das Schöne ist, es troubelt mich nicht so sehr, dass ich halt nicht aufhören kann. Sondern es ist halt so gut, dass ich spielen will, auch dran denke, aber nicht übermäßig krass da hinterher weine, wenn ich nicht spielen kann. So. Nehmen mal zwei Bombendinger. Elektrokugeln. Davon habe ich genug. Habe ich auch genug von. Nehme ich mal auch drei. Erdentrommel, nehme ich auch mal drei. Die Safe. Hallo? Spinne, was macht das? Gemacht. Das muss jetzt nicht sein, glaube ich. So Sachen sind, glaube ich, echt klug zu haben. Aber ich will die jetzt noch nicht ausgeben, weil ich noch nicht weiß, mit welchem Mirage ich weiterreise. Weil, ja, ich brauche Vita. Und ich kann das damit jedem natürlich geben, aber jetzt gerade ist mir das noch zu früh, das zu entscheiden. So, aber Augentropfen kann ich zum Beispiel mitnehmen, das ist immer gut zu haben. Bei dem Boss ist es bestimmt mal irgendwann nützlich. Irgendwann bin ich dankbar dafür. Oh nein, warte. Ja. Ich mag das symmetrisch. Ich mag
es gerne so viele voneinander zu haben. Ein Gift. Oh, ich gucke gleich ein bisschen Toradora weiter. Wenn ihr mich weinen hört, dann bin das nicht ich, das seid ihr. Grundsätzlich. Denn ich weine nie. Boah, von schräg von der Seite dachte ich kurz, Lan wäre eigentlich Prompto aus Final 15. Schlimm. Mel weint nicht, sie quietscht nur. Das auch. Ich quietsche nur auf anderen Frequenzen. Und wie gesagt, grundsätzlich weine ich nicht, denn du weinst. So, speichern. Wunderbar. Das war doch heute wieder eine sehr erfolgreiche Runde. Also, ich kann mich nicht beschweren. Muss ich halt wieder dieses Spiel oder einfach beenden. Oder ich beende es einfach. Und dann hören wir die Musik wieder weiter, weil es gibt kein Ende bei dieser Musik. Die ist super. Mann, gut, du spielst das, Mel. Ja, was? Ja, ne? Gut, dass es dieses Lied gibt. Ihr habt das schon ewig nicht gehört. So muss ich das letzte Drittel nicht mehr selbst spielen. Hast du das Spiel selber schon versucht zu spielen und hast du irgendwann nicht mehr weitergemacht? Es ist wirklich ein gutes Spiel. Es hätte sich gelohnt, die Zeit zu investieren. Ich erlebe wirklich selten, dass ein Spiel mich so glücklich macht. Also so von dem Gesamteindruck her. Kingdom Hearts 3 hat es nicht geschafft. Ich bin übrigens immer noch nicht beim DLC, weil ich immer nur irgendwie so eine Stunde spiele oder so, weil ich nicht dazu kam. Als es rauskam, oh. Was? Also ich habe es auch damals geholt, als es rausgekommen ist. Und ich habe es nicht straight durchgespielt. Ich bin beim Endboss auch ewig lang versackt. Weil meine Stapel nicht so richtig optimiert waren, aber ja. Echt Schmerz im linken Handgelenk. Muss irgendwie gleich mal eincremen. Aber durch irgendein anderes Game abgebrochen und neu angefangen war doof und mittendrin keinen Plan mehr, was die Story war. Ja gut, das kann ich verstehen. Grüß! Grüß, nach dir wird gerufen. Ach ja, ich habe Dragon Quest Builders 1 endlich durch. Yeah, Dragon Quest Builders, bestes Spiel. Ja, du, Chris. Da, guckt, ich habe coole Karten. Coole schwarze Plastikkarten, sehr günstig erworben. Sind cooler als normale Karten, weil die halt so cool aussehen. Ich dachte halt mal für ein kackige Ruhig-Shooting. Aber ich mache ja keine Bilder, also. Gib es nicht. Echt? Oh. Entschuldigung. Habe ich das falsch gemacht? Offensichtlich. Kann ich überhaupt was richtig machen? Manu. Entschuldigung. Ich mache das nicht mit Absicht. Nee, wird einfach nur nichts angezeigt. Oh. Ich hoffe, das ist nicht meine Schuld. Und das ist an sich richtig. Okay. Okay, du machst das schon. Haben wir schon jemanden, den wir raiden könnten? Eventuell, wenn ihr jemanden habt, dann denkt mal kurz drüber nach. Falls ihr niemanden habt, denkt mal kurz drüber nach. Ansonsten guck gleich mal kurz in meine Liste, wenn ich die Musik anmache. Es gibt wieder fetzige Elektro-Swing-Mucke zum rausgehen heute. Ich hatte da wieder Bock drauf, ein bisschen Hintern-Schwing-Musik. Juhu. Den Yu könnten wir wirklich raiden. Der wird sich drüber freuen. Habt ihr was dagegen? Weil der Yu freut sich. Also, der ist nämlich cool. Mit dem war ich auf der. Gut, wie waren wir auf dem Dings? Es ist ein Zeichenkanal. Ziemlich dufter Typ. Den mag ich auch persönlich sehr gerne. Wie gesagt, weil ich mit dem schon unterwegs war zu Goku. Gibt's da irgendwelche Einwände dagegen oder so? Ansonsten nehme ich auch noch bessere Vorschläge gleich entgegen. Ich sag erstmal für heute
Ich wünsche euch eine gute Nacht, weil ich muss noch duschen und Tasche packen und so, weil ich bin ja morgen nicht da. Morgen kriegt ihr mehr Final Fantasy Content zum richtigen Final Fantasy Friday. Es gibt nämlich Final Fantasy 14, Heaven's Swords, Shadowbringers ist es, glaube ich, aktuell, zu sehen mit der Tamara. Und ich glaube, dem ganzen anderen Haufen. Es wird also ein sehr, sehr lustiges und buntes Treiben. Nein, Steam, ich möchte kein Update machen. Dankeschön. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Macht's gut. Und das mit der Musik wird jetzt wieder ein Männchen dauern. Ich hoffe, ihr seid mir nicht böse. Bis morgen. Ciao. Nee, warte mal. Wir sehen uns morgen nicht. Wir sehen uns irgendwann anders, aber ihr seht die Backe-Crew morgen. Ciao.